Ja, mit meinem neuen Anzug bin ich der Blickfang aller Mädels hier auf den Straßen. Mein Gott, Alter, du gehst mir auf die Nerven mit deinem selbstgefälligen Gequatsche. Naja, spotte du nur, Chris. Kann eben nicht jeder so unverschämt gut aussehen. Schau dir doch bloß an, wie anschmiegsam der Anzug auf meinem Astralkörper anliegt. Wie eine zweite Haut, Baby. Yeah. Ah, du nervst. Du bist doch nur neidisch. Bist eben nicht so ein Spitzentyp wie ich. Aufgeblasener Affe. Sieh dir doch nur an, wie die ganzen Chicas mir hinterher schauen. Hm? Meine Fresse! Du trägst einen beschissenen Anzug aus dem Kick, der nicht mal 10 Euro gekostet hat. Und die Mädels da drüben starren dich nur an, weil du so lächerlich aussiehst und sie dich auslachen, du Vollidiot! Herzlich willkommen zu der 78. Ausgabe von Nightcrow. Mein Name ist Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den spinnigen Jens. Hallöchen. Und den unglaublichen Gordon. Hallo. Ja, Jungs, letzte Aufnahme war ich ja leider nicht dabei, aber der Jens hat mich ja sehr würdig vertreten, wie ich das so mitbekommen habe. Dafür schon mal herzlichen Dank. Das stimmt nicht. Es war schlimm ohne dich. Ich wollte das eigentlich bei der letzten Ausgabe, wo ich ja jetzt leider nicht dabei war, nochmal angesprochen haben. Mir ist nämlich was aufgefallen. Ich habe nämlich die Angewohnheit, wenn wir Filme besprechen, dass ich mir den Film danach nochmal anschaue. Und ich habe mir nach unserer Aufnahme über das letzte Einhorn den Film nochmal angeschaut. Und ich muss dem Gordon recht geben, das hätte ich nie machen sollen. Ich hab's dir gesagt, Mann. Ja. Allerdings sind wir da auf zwei Sachen nicht eingegangen, das ist mir eingefallen. Und deswegen stelle ich mal die Frage hier in die Runde. Wieso ist ein Rabe wie ein Schreibtisch? Ach, war das von dem Schmetterling am Anfang? Nee, sagt der Rook. Das ist ja zu Schmendrig. Genau. Nee, so. Schmendrig beauftragt ihn damit. Hier, löst das mal. Genau, richtig. Habt ihr dafür eine Lösung? Ich jetzt nicht? Nein. Ja, ich glaube, das sollte auch unlösbar sein, damit er schön beschäftigt ist. Ja, und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Rabe den Mami Fortuna da auf dem Kopf die ganze Zeit hat, nachdem sie von der Harpie gekillt wird, dass dieser Rabe die ganze Zeit die verfolgt? Die Harpie jetzt, oder? Nein, der Rabe. Der Rabe verfolgt die dann die ganze Zeit, auf die ganze Reise lang. Nee. Ist mir nicht aufgefallen. Tja, musst du auch nochmal gucken, Jens. Aber nein, mach's nicht. Du, ich habe den Film in Vorbereitung auf die Sendung natürlich gesehen und ich finde jetzt nicht, dass er bei mir in meiner Gunst so extrem, ich sag mal, gesunken ist. Ich halte ihn immer noch für einen guten Film, so oder so. Natürlich ist die Nostalgie weg, klar. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und wie alt war ich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe? Und als kleiner Stöppen, da nimmst du so einen Film einfach ganz anders wahr, weil er ja auch wirklich sehr düster ist. Aber heutzutage, ja, lacht man sich da eigentlich drüber kaputt. Ich sehe einfach die guten Seiten an dem Film, wie zum Beispiel die Synchro, die recht gut war. Alleine Christopher Lee. Ich hatte dazu ja auch mal was verlinkt. Und zwar gab es sogar einen kleinen Mitschnitt, wo Christopher Lee das synchronisiert hat. Das fand ich sehr interessant. Also er hat auch versucht, seine eigene Interpretation mit reinzubringen und sagte dann hier zum Beispiel auch so, nee, also so und so funktioniert das nicht, das müsste ich ganz schnell sagen. Ja, also ich fand das sehr interessant.
Ja, das Interview habe ich mir auch angeguckt. Das fand ich eigentlich auch recht interessant. Wobei mich das da gewundert hat, dass er da nicht Deutsch gesprochen hat, sondern dann wieder Englisch bei der Regieanweisung. Aber naja, gut, okay, wahrscheinlich so Gewohnheit. Vielleicht konnte ich den Film auch deswegen nicht mehr ernst, weil ich die ganzen Sprüche vom Gordon im Kopf hatte. Und da ist mir mal eingefallen, so, ich glaube, der Gordon, der könnte auch so einen guten Audiokommentator für so einen Film geben. Das wäre so geil, so wenn so die Szene kommt, so, König Hagard, er ist jetzt mein Hofzauberer. Einblendung Gordon, ja, natürlich ist er das. Ja. Jetzt sofort. Gott sei Dank hat er das Bewerbungsschreiben geschickt. Im Vorfeld, deswegen konnte sich Hagard ja auch ein gutes Bild über ihn machen. Ja, natürlich. Top. Ach, herrlich. Naja, gut. Lassen wir das Thema mal. Was ist denn bei euch so passiert? Ich kann mal eine kleine Anekdote bei mir erzählen. Jetzt nächste Woche hat ein Kollege von mir Geburtstag. Und wir haben uns so überlegt, wir drehen ein kleines Video, einen kleinen Videofilm für ihn. Und zwar haben wir da uns sowas überlegt, so Big Bang Theory mäßig. Da übernehme ich zum Beispiel die Rolle von Sheldon. Eine Freundin von mir spielt die Penny und so. Ist sehr witzig geworden. Ich bin gerade dabei, das Ganze ein bisschen zu schneiden. Ist einfach nur zu geil, weil man sich selbst natürlich dann auch checkig lacht. Über die Outtakes zum Beispiel, die da entstanden sind und so, das ist einfach nur geil. Aber mal so bei euch so in die Runde gefragt, Gordon, was ist denn bei dir so passiert die letzte Woche? Ja, so viel ist jetzt eigentlich nicht gewesen, außer dass es meine letzte Arbeitswoche erstmal war, denn ich habe diese Woche Urlaub. Aber irgendwie bin ich trotz alledem schon wieder komplett verplant, was irgendwie auch ein bisschen ätzend ist, aber das nennt man dann wahrscheinlich irgendwie Freizeitpädagogik oder so. Ja, wenn man sich selber dann schon den gesamten Freiraum irgendwie wieder verplant, sodass man dann eigentlich doch wieder Stress hat. Deswegen bin ich auch morgen und übermorgen und Freitag schon wieder so ausgebucht, dass ich jetzt sogar am Wrestling-Podcast nicht teilnehmen kann. Das ist ein bisschen ätzend. Zudem arbeite ich jetzt auch noch zusätzlich in meiner Woche für einen Vortrag, weil ich einen medienpädagogischen Vortrag halten muss in Husum an einem Institut. Und ja, da ist also einiges los. Ansonsten war ich ein bisschen im Kino, habe mir ein paar Filme angeguckt. Wir haben einen Kinotag gemacht, meine Freundin und ich, und zwar Die Schöne und das Biest, Boss Baby und Ghost in the Shell. Und ja, da sprechen wir ja hinterher auch noch drüber. Ja, ganz genau. Ich war nämlich auch im Kino. Die Schöne und das Biest habe ich mir nämlich auch angesehen. Aber wie gesagt, da kommen wir dann später zu. Jens, was war denn bei dir so los? Ja, ist eine sehr gute Überleitung, weil bei mir kinotechnisch zum Hochzeitstag habe ich nämlich von meiner Frau die Silbercard geschenkt bekommen von Cinemax. Ja, und Sonntag hätte ich die das erste Mal nutzen können. Bin dann hin und was war? Es funktionierte nicht. Ich sage, das ist echt toll. Stehst du da mitten in der Schlange, 10 Leute hinter dir und irgendwann wird es dann natürlich auch ein bisschen peinlich. Die Leute wollten unbedingt ins Kino. Ich wollte eigentlich 2 Filme gucken, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, hat mich das echt gewurmt und echt geärgert. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf den zweiten Film. Ich hatte mir dann nochmal, weil ich hatte einfach ein bisschen Zeit und habe mir dann als erstes, zumindest wollte ich als erstes Kong ansehen, Skull Island, hab den dann auch noch um gute 10, 15 Minuten verpasst. Der ganze Abend war eigentlich für einen Anus. Schade eigentlich. Ja, das ist eigentlich so die, ich sag mal, Belohnung dafür, dass man dem Laden da die Treue hält. Ich weiß noch nicht so richtig, was da schiefgegangen ist. Ich habe alles kontrolliert, ob alles bezahlt ist und so weiter. Ja, es ist alles von der Kreditkarte abgegangen und ja, da muss man jetzt einfach mal schauen, was da los ist. Ich habe jetzt ein Schreiben, womit ich dann immer Freikarten bekomme, bis dann irgendwann hoffentlich eine neue Karte da ist. Keine Ahnung. Aber ich habe mir auch Ghost in the Shell nochmal angeguckt. Aber wie Gordon schon sagte, da sprechen wir gleich drüber. Ganz genau. Also, wir haben heute ein gar nicht so rappelvolles Programm. Das ist ungewöhnlich. Das ist schon die zweite Sendung in Folge, wo unser Programm sehr gestrafft ist. Aber das ist ja auch mal ganz schön, dann sind wir auch schneller durch. Naja, jedenfalls, unsere Susi kann dann das Programm vorstellen. Bitteschön. In der 78. Ausgabe schauen Christoph, Jens und Gordon auf die aktuelle Kinolandschaft. Sei es nun Die Schöne und das Biest, Boss Baby oder Ghost in the Shell. Die drei nehmen die Filme ganz genau unter die Lupe. Weiter geht es mit dem Hauptthema, wo sich das Team dem dritten Teil von Spider-Man widmet. Damit schließt Nightcrow mal wieder eine weitere Filmreihe ab.
Wenn ihr die Rezensionen zu den anderen Teilen hören wollt, dann geht einfach auf www.nightcrow.de unter die Sektion Filme und Serien und schaut nach, in welchen Episoden sie besprochen wurden. Nun aber viel Spaß bei der 78. Ausgabe von Nightcrow. Ja, vielen herzlichen Dank, Susi. Und dann kommen wir direkt zu unserem ersten Thema für den heutigen Abend. Und zwar ist das Kino aktuell. Ja, dann kommen wir doch direkt mal zu einem Film, den wir alle drei im Kino gesehen haben. Und zwar Die Schöne und das Biest. Und da geht doch mal direkt meine Frage an den Jens. Jens, magst du uns mal ganz kurz erklären, worum es da überhaupt geht in diesem Film? Wir haben die Schöne und die bekommt es mit einem Biest zu tun, aufgrund dessen, dass ihr Vater wohl verzaubert ist. Und ich glaube, ich gebe das auch nicht so hundertprozentig wieder, aber na egal. Auf jeden Fall geht sie dann in dieses Schloss und versucht, ihren Vater entsprechend zu retten. Das kann sie eigentlich nur schaffen, indem sie das dort lebende Biest eigentlich, glaube ich, war das richtig, glücklich macht oder so. Auf jeden Fall handelt es sich bei diesem Biest um einen verzauberten Prinzen. Wie könnte es auch anders sein? Ja, obwohl sie das Biest schon abschreckend findet, verlieben sich die beiden doch ineinander. Und er kann sich nur zurückverwandeln, indem er die wahre Liebe findet. Ja, und das ist eigentlich so die Story des ganzen Filmes. Ganz genau, die Story unterscheidet sich natürlich nicht sonderlich groß im Vergleich zu dem Zeichentrickfilm. Ich denke mal, den Zeichentrickfilm wird jeder kennen, zumindest so aus unserem Jahrgang. Deswegen mal eine kurze Frage an den Gordon diesbezüglich. Sind dir da explizite Unterschiede zum Zeichentrick aufgefallen? Oh, ja, natürlich gibt es schon so ein paar Unterschiede, aber ganz ehrlich, der Zeichentrick ist bei mir einfach zu lange her, als dass ich jetzt explizit Szenen daraus nehmen könnte. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, ist die Geschichte mit dem Vater überhaupt so präsent gewesen im Zeichentrick? Ich war der Meinung, dass das irgendwie nicht ganz so tief war wie in dem jetzigen. Das siehst du vollkommen richtig. Also im Zeichentrickfilm ist es tatsächlich so, dass das mehr so oberflächlich behandelt wird. Mhm. Also ich meine, ich fand Kevin Klein gut in der Rolle, das hat schon irgendwie gepasst. Andererseits sitze ich aber auch momentan da und denke mir irgendwie, ja, okay, aber im Endeffekt ist es eigentlich auch der Film, den wir schon als Zeichentrick gesehen haben, ne? Also Disney macht es sich da auch momentan denkbar einfach. Es sind im Endeffekt alles nur Remakes, nur mit realen Schauspielern jetzt. Es ist halt ein bisschen, ja, also klar funktioniert der Film irgendwie, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mir jetzt jeden Disney-Film nochmal in real angucken werde, nur weil sie dann denken, yo, den können wir jetzt auch nochmal bringen. Ja, also wenn jetzt, keine Ahnung, Aladdin oder so kommt, dann werde ich mich dafür, glaube ich, nicht jedes Mal wieder ins Kino setzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Film im Grunde genommen gefallen. Also ich, bei mir liegt der Zeichentrick jetzt auch ein bisschen näher. Ich kann mich jetzt auch nicht hundertprozentig an explizite Szenen erinnern, die jetzt unterschiedlich waren. Was ich allerdings mal gemacht habe, ich habe mir mal einen Vergleich angehört zu der Originalsynchro und zu der deutschen Synchro. Und jetzt kommt was, das sage ich selten, das sage ich wirklich sehr, sehr selten, aber ich muss wirklich sagen, ich finde den deutschen Gesang besser als den Originalgesang. Wie seht ihr das? Oh, das hätte ich jetzt umgedreht erwartet, denn der allgemeine Tenor ist, und dem stimme ich auch ausnahmsweise zu, dass tatsächlich das Original besser ist. Die deutsche Synchro ist nicht so toll beim Gesang. Also besonders beim, ich glaube, ersten oder zweiten Lied. Also ich gebe dir recht, was die was das Synchron betrifft. Also es ist nicht hundertprozentig lippensynchron, da stimme ich dir zu. Ich finde das aber auch schwierig bei Gesang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann müsste man den Text so sehr verschandeln, meiner Meinung nach, dass das überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben würde. Und der Text ist ja wirklich, es ist ja derselbe Text wie aus dem Zeichentrickfilm oder aus dem Musical. Der wurde ja überhaupt nicht geändert. Das ist ja wirklich eins zu eins derselbe Text.
klar, von der Lippensynchronisation her mag das vielleicht nicht an einigen Stellen nicht so hundertprozentig passen. Da stimme ich auch zu. Ich finde aber trotzdem den Gesang an und für sich, also wenn du dir wirklich nur mal den Soundtrack anhörst, ohne jetzt die Bilder dazu, finde ich den deutschen Gesang besser als den originalen. Ja gut, kann ich jetzt gerade nicht so beurteilen. Bei mir ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich Die Schöne und das Biest gesehen habe. Und gerade auch den Zeichentrickfilm, das ist schon ein paar Jährchen her, dass ich den gesehen habe. Wir haben den hier auf Blu-ray. Vielleicht hätte ich mir den im Vorfeld nochmal angucken sollen. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht mehr geschafft. Aber ich glaube schon, dass der Zeichentrick auf jeden Fall da besser ist, was das dort zumindest die deutsche Synchro betrifft. Aber ich gebe dir da recht, da lippensynchron drüber zu singen, also das halte ich für unglaublich schwer. Das habe ich ja auch bei meinen Interviews schon ein paar Mal gefragt und man sagt das ja, so schwer ist es jetzt wohl scheinbar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch auch schon schwieriger ist als der normale Synchron. Wie siehst du das, Gordon? Also die deutsche Synchro, findest du die gut in dem Film? Oder bist du auch so einer, der dann eher sagt, nee, ich bevorzuge lieber da den O-Ton? Ja, es kommt immer drauf an. Ich glaube, das ist von Song zu Song unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, auch einige Songs, die funktionieren einfach im Englischen wahrscheinlich besser, weil sie dafür halt geschrieben sind. Ist halt ein bisschen problematisch in einigen Punkten, wahrscheinlich einfach das Ganze auf dann auch auf Deutsch umzutexten, so dass es auch ein Stück weit Sinn macht. Lippensynchron war da eigentlich fast gar nichts. Also das ist uns auch sehr aufgefallen. Das fällt beim Zeichentrick natürlich nicht so auf, weil das halt einfach gezeichnete Charaktere sind. Aber bei der jetzigen Sache, also vor allen Dingen als Belle durch das Dorf läuft, ja, und die ganze Zeit irgendwie ja darüber singt, dass sie eigentlich weg müsste, da passt so vieles von ihrer, manchmal singt sie und hat den Mund zu. Ja, also das sind schon so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, puh, das ist ein bisschen schwierig, irgendwie da dann hinzugucken. Also da hat man immer das Gefühl, die Tonspur wäre verrückt, aber es ist sie ja nicht. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, die machen auf beiden Seiten ganz gute Arbeit, sowohl im Original als auch im Deutschen. Da sind ja mittlerweile auch viele Leute engagiert, die dann auch professionelle Sänger sind. Ich habe jetzt von dem Beauty and the Beast habe ich die englische Synchro nicht gehört. Ich glaube nicht, dass es dieselbe ist wie im Zeichentrick. Das ist mit Sicherheit neu eingesungen worden. Deswegen ich meine den Text von den Liedern, das ist der gleiche. Ja, das mag sein, ja. Aber das kommt ja auch immer darauf an, ob du den gleichen Text singst, aber die Performance ist eine komplett andere. Und da kann ich einfach kein Statement zu abgeben, weil ich da die US-Version nicht gehört habe. Also ich kann da einen ganz guten Vergleich bringen von dem, ach, wie heißt der Handlanger vom Gaston nochmal? Wie hieß der nochmal? Ja, eine gute Frage. Weiß ich auch gerade nicht. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, im Zeichentrick wird der synchronisiert von Santiago Cisma. Und hier in dem Original, also in dem Realfilm hat er einen anderen Sprecher. Da habe ich mir mal einen Vergleich angehört, klingt um Welten besser als das, was damals Santiago Cisma in der Zeichentrickrolle gesungen hat. Muss man einfach so sagen. Naja, es gibt ja noch eine kleine Sache, diese homosexuellen Allegorie, glaube ich, war das, was so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Ich habe das nur am Rande irgendwo mitgekriegt. Soll da eine Szene geben, wo durchkommt, dass einer der Charaktere vielleicht homosexuell ist? Ja, yeah, das ist der Handlanger von Gaston. Es gibt eine, also die ist in dem Zeichentrick nicht. In dem Film schmiegt er sich so an ihm so an und sagt so, und er ist so weich oder so anschmiegsam oder so. Und dann guckt Gaston ihn ganz böse an und dann fragt er, oh, zu viel? Und er sagt dann ja. Ja. Darauf ist das gemünzt? Also denke ich mal, ich wüsste jetzt nicht, welche Szene du sonst meintest. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe das nur im Vorbeigehen mal mitbekommen und weil mich interessiert sowas eigentlich nicht so sehr, denn mir ist es egal, ob einer homosexuell ist oder nicht, weil ich damit überhaupt keine Probleme habe. Es hieß nur irgendwie, das hätte man unglaublich hochgepusht und hochgeschaukelt und naja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Naja, am Ende tanzt er ja auch mit einem anderen Mann. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ey, ist es nicht ein bisschen zu konstruiert irgendwo? Also ich sag mal, ich kann, wenn ich will, in alles irgendwo was rein interpretieren. Und es ist nie bestätigt worden, dass man da jetzt irgendwie tatsächlich ein Statement mit abgeben wollte. Inwiefern denn ein Statement? Wer hat denn gesagt, dass da ein Statement abgeliefert werden sollte? Du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe mich nur gefragt, also ich habe ganz ehrlich gesagt das im Radio gehört. Und als es dann hieß so, ja, diese Diskussion, bla, und homosexuell. Und ich dachte, hä, wo denn? Ich wusste es nicht. Das Statement ist, dass man jetzt offiziell einen Homosexuellen mit in dem Film hat? Oder was ist das, soll das Statement sein? Das musst du die Radiomoderatoren fragen. Also ich habe jetzt nur nachgesagt, was die gesagt haben. Und ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Weil, Punkt 1, es ist mir eigentlich relativ egal. Ich dachte nur, ich spreche es mal an. Punkt 2 ist natürlich auch so die Sache, ob man da nicht tatsächlich ein bisschen zu viel reininterpretiert in etwas, was gar nicht da ist. Dass man etwas sieht, was überhaupt keinen Wert hat oder so. Naja, dass er jetzt so eine Verliebtheit in Gaston hat, das ist mit Sicherheit so. Aber ob man jetzt da irgendwie, keine Ahnung, dann deutlich mehr daraus gemacht hat. Ich meine, klar, sicherlich hat man dann den Anklang, dass er da am Schluss eben mit einem anderen Kerl tanzt und so. Und das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen augenzwinkernd dahin. Aber als Statement sehe ich das jetzt auch nicht. Le Fou, heißt der Le Fou? Ach, Le Fou, richtig, genau. Ja. Le Fou heißt er. Ja, also ich weiß nicht, also Statement. Ich selbst wenn der Charakter homosexuell sein sollte, denke ich mal, sollte das scheißegal sein. Also ich denke, bei der heutigen Zeit muss man über sowas überhaupt gar nicht diskutieren. Denke ich auch. Aber weiß ich nicht. Also wenn du das im Radio gehört hast, dann waren da wahrscheinlich wieder irgendwelche Vollspacken unterwegs. Keine Ahnung. Ja, die wahrscheinlich noch glauben, dass die Schwulen hinten im Bus sitzen müssen. Ja, Mann, so ein Schwachsinn. Also ja, ob Le Fou nun schwul ist oder nicht, wen interessiert das? Ey, soll er machen, was er will? Ich finde nicht, dass da ein großartiges Statement jetzt irgendwie gesetzt wurde, aber das ist auch nicht die Aufgabe von Die Schöne und das Biest. Also, keine Ahnung. Es ist, Le Fou hätte genauso gut eine Frau sein können, ja. Es geht ja im Endeffekt darum, dass Gaston von einer Person angeschmachtet wird, die er halt die ganze Zeit mehr oder minder nur als menschliches Haustier hält, weil er das einfach braucht für sein Ego. Und du hast ja auch diese kleinen Mädels, die dann halt nebenan sitzen, so. Und darum geht es da. Und dass er dann halt irgendwann sagt, ja, okay, stimmt, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich glaube, das wird ihm ja auch irgendwann noch zwischenzeitlich gesagt, oder? Du hast doch sowas gar nicht nötig oder so. Irgendjemand sagt das, glaube ich, zu am Ende noch. Und ich glaube, darum geht es da einfach nur. Und dass das jetzt ein Statement pro Homosexualität ist, naja, das wage ich mal zu bezweifeln. Naja, ich glaube, das Problem bei den Radiomoderatoren waren einfach so in dem Moment auch, naja, Schwule und also Homosexualität und Disney-Filme passt ja auch irgendwo nicht so zusammen. Das war so in einer Frage formuliert. Und ich weiß es nicht. Also ich sage ja, ich glaube wirklich, dass man da irgendwas hineininterpretiert, was nicht da ist. Und selbst wenn es da ist, wen juckt das? Und das würde ich sagen, das sind so Leute, die auch wahrscheinlich einen Jack Sparrow in so eine homosexuelle Richtung irgendwo schieben. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so ist. Das sind so Dinge, die werden da hineininterpretiert und sind scheinbar auch wirklich gar nicht da. Aber naja. Weiß ich nicht. Also das würde ich bei Jack Sparrow, der ist eher ein flamboyant Character. Bei Le Fou sieht man es zumindest. Zumindest tanzt er am Schluss mit einem anderen Mann. Gut, er küsst ihn jetzt nicht, ja, dass man es irgendwie eindeutig sehen würde, aber es hat ja schon irgendwie eine Bewandtnis, dass er mit einem anderen Kerl tanzt. Das kommt ja nicht von ungefähr. So, aber so what? Also ich meine, wir sind auch nicht mehr im Zeitalter von Walt Disney hat gesagt, Nazi-Supermenschen sind uns überlegen. Also, ja, aus der Zeit sind wir nun mal raus, so, ja, und mein Gott, ja, wenn Disney auch mal im Millennium ankommt, ist es vielleicht auch ganz gut, also so what, wen interessiert das? Also, tut mir leid, aber diese Debatte um Homosexuelle, sowohl als Lesben oder Schwulen, die wird auch nur noch künstlich aufrechterhalten. Das war in den 80ern und 90ern mal ein großer Deal und das ist vielleicht noch ein Deal, wenn es um Kindesadoption oder um Hochzeiten geht, aber dass das offiziell nicht mehr anerkannt ist,
Das ist doch Blödsinn. Wir leben hier nicht in Arabien. Ja, in Disneys Aladdin könnten die das dann nicht machen. Klar können sie, das ist ja ein westliches Studio. Sehr schön. Ja, was habt ihr denn sonst noch im Kino gesehen? Also ich glaube, was der Gordon auch noch mit zusammen mit mir gesehen hat, also wir waren beide nicht zusammen im Kino, aber wir haben beide wahrscheinlich auch Ghost in the Shell gesehen, ne? Ist das richtig, Gordon? So ist es. Ja, Ghost in the Shell, der neueste Film mit, wie heißt sie? Scarlett Johansson, genau, mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle und für mich auch so die einzige, die ich aus dem Film irgendwo kannte. Naja, worum geht's in dem Film? Na, Takeshi Kitano kennst du doch auch. Ja, Takeshi's Castle. Das habe ich auch gehört, dass der da mitspielt. Nee, tut mir leid, habe ich nie geguckt. Die Sendung. Ich kenne Takeshi's Castle, klar, aber nee, tut mir leid. Aber gut, kurz eben, worum es in dem Film geht. Wir haben hier eine nicht näher definierte Zukunft. Keiner weiß, wie weit das jetzt in der Zukunft liegt. Und die Menschen sind sehr technisiert, auch sehr von der Technik abhängig. Und mittlerweile ist es auch so weit, dass die Menschen sich Implantate setzen lassen und ja, sich sozusagen verbessern lassen. Und mittlerweile ist es scheinbar dann auch so weit, dass man menschliche Gehirne in Roboter stecken kann und man so in sogenannte Shells. Und damit natürlich den menschlichen Geist in der Shell hat. Also Ghost in the Shell. So. Und da man hier jetzt eine, ich sag mal, so eine Art Superheld hat, setzt man die dann entsprechend auch ein, um bestimmte Missionen zu erfüllen. Und eine Mission, das ist dann ein Jahr später, ist, dass sie den Gegner von dieser Firma namens Hanker herausfinden soll. Der hackt dort alles, was er kann, und man weiß auch nicht so richtig, warum und weshalb, und das soll sie dann herausfinden. Und sie schnappt dann einen Roboter, eine sogenannte Geisha, und verbindet sich dann mit ihr und kriegt dann so langsam aber sicher über den gesamten Film heraus, worum es denn diesem Attentäter, diesem Hacker eigentlich im Grunde genommen geht. Und da, glaube ich, machen wir jetzt einen Cut, sonst würden wir ja spoilern. Ich habe ja gehört, der Film basiert auf einer Anime-Serie. Ist doch richtig, Gordon, oder? Nee. Also der Film ist im Endeffekt ein Blend aus den beiden Kinofilmen, die damals kamen. Die Serie, die du meinst, wäre Ghost in the Shell Standalone Complex. Die hat aber nur, ja, wenn überhaupt, dann nur ganz, ganz begrenzt was damit zu tun. Es ist im Endeffekt eine gewisse Abwandlung aus Teil 1 und 2, die man da hatte. Ghost in the Shell ist ja eigentlich ein Manga, der 89 gezeichnet wurde von Masamune Shirow. Und der ja, war immer so ein Fan von Cyberpunk, würde ich einfach mal sagen, ja. Also Ghost in the Shell wird ja auch als ein Anime-Meisterwerk, gerade auch für Cyberpunk-Jünger angesehen. Also so Filme wie Johnny Mnemonic oder sowas, die ja dann auch in dem Bereich irgendwie gehen, sind ja da immer sehr beliebt, und Ghost in the Shell ist da halt einfach ein echtes Meisterwerk. Der Anime ist das auch. Also der hat einfach so, die Story ist wahrscheinlich gar nicht so komplex, aber der hat einfach so beeindruckende Szenen, die einem einfach im Gedächtnis bleiben, die sie teilweise für diesen Kinofilm wirklich 1:1 nachgestellt haben, was schon extrem cool ist. Vor allen Dingen diese Szene, wo der eine in seiner, die haben alle so eine Verkleidung, dass sie sich halt mehr oder minder unsichtbar machen können. Die können also sozusagen einen Spiegelreflex anwenden, so dass sie verschwinden. Und er rennt dann durch so eine Häuserschlucht und darüber fliegt ein Flugzeug hinweg. Und exakt diese Szene haben sie für den Film nochmal nachgedreht. Also das ist schon echt geil. Der hat sich natürlich auch viel damals umgesehen in Japan und hat dann so Dinge dazu erfunden, was er sich noch vorstellen könnte, wie es in 40 Jahren halt aussieht. Denn im Gegensatz zu dem jetzigen Film, wo ich Jens recht gebe, hier wird kein direktes Jahr genannt, war es beim Anime schon so, dass ein Jahr genannt wurde, nämlich 2029. Und da hat er halt so ungefähr rein interpretiert, was er der Meinung ist, wie sich das weiterentwickelt, wenn der Stand der Technik, auf dem man 1989 war, sich eben kontinuierlich weiterentwickelt. Und
so unwahrscheinlich ist das gar nicht, weil wir ja nun alle wissen, dass der Holocube ja jetzt in Produktion geht etc. Und das ist durchaus möglich, dass wir in 12 Jahren genau da sind, wo Ghost in the Shell jetzt ist, außer vielleicht mit der Cyborg-Technik. Aber was jetzt zum Beispiel diese ganzen Hologramme, die da in der Stadt rumfliegen und sowas angeht, wäre das durchaus machbar. Und große Firmen, die natürlich auch die Kohle dafür haben, die würden das natürlich dann auch nutzen, denn es ist ja Werbung. Und wahrscheinlich auch Werbung, der du nicht entgehen kannst. Ansonsten, klar gibt er nicht so die Story wieder. Also einige, es war ja klar, ne, dass Ghost in the Shell Puristen sich jetzt komplett darüber aufregen. Ein Stück weit kann ich es natürlich nachvollziehen, weil ich den Manga, auch den Anime sehr gemocht habe. Aber ich finde ihn nicht schlecht. Also ganz ehrlich, so rumgebitsche ist nicht notwendig, bin ich ganz ehrlich, weil man natürlich macht man keine 1:1 Adaption vom Anime. Das ist doch Kacke. Ja, dann habe ich im Endeffekt genau dasselbe wieder wie bei Schön und das Biest oder so. Man sieht dann immer nur genau denselben Film nochmal, nur mit echten Schauspielern. Und das braucht's dann irgendwie nicht. Und deswegen hat man halt so ein Blend gemacht. Die Charaktere sehen teilweise genauso aus wie im Anime. Also zum Beispiel die Supervisor, die Supervisorin, die da immer raucht, die sieht exakt so aus wie in dem Anime von Ghost in the Shell 2. Und das, also ich weiß nicht, warum Leute da meckern. Das ist der Oberhammer. Also es ist wirklich eine gute Idee, gut umgesetzt. Die Charaktere sehen sehr ähnlich aus und ich finde nicht, dass es da viel zu meckern gibt. Außer vielleicht, dass die Konklusion ein bisschen langweilig ist, beziehungsweise sagen wir mal, ein bisschen offen bleibt, so dass man wahrscheinlich noch einen zweiten Film drehen kann. Und ich denke, darauf zielt der auch ein Stück weit ab. Aber ansonsten finde ich den schon sehr gut gemacht. Und die Sache mit dem Whitewash, das war ja auch wieder so geil, dass sich irgendwie das US-Publikum darüber aufgeregt hat. Scarlett Johansson, das ist ja wieder Whitewash, warum ist es keine Japanerin? Und die Japaner und die Japaner alle gesagt haben, wieso, ist doch eine hübsche Frau, super. Ich hab mir gedacht, geil, Alter, keiner aus Japan hat ein Problem damit, nur wieder ihr Schweinebumser. So, was stimmt immer nicht mit euch? So, das kann nicht wahr sein, weißt du? Das ist was mir echt auf den Sack geht. Aber naja, gut. Ansonsten Takeshi Kitano wieder in einer echt coolen Rolle als Amaki, oder Aramaki, der da für die Regierung irgendwie arbeitet und nur den Minister ablegt und so. Pilo Asbeck als Batu finde ich unglaublich stark besetzt. Gefällt mir echt gut. Was sie auch, witzigerweise hat er ja schon mit Scarlett in Lucy zusammengespielt. Wahrscheinlich haben sie sich auch darüber irgendwie kennengelernt. Aber der passt einfach auch von der Optik so gut. Und wie sie halt auch seine Kameraaugen hinbekommen haben, ist halt auch echt geil. Also optisch ist das Ding echt cool. Und gerade nur wegen der Optik würde ich schon dazu raten, den im Kino zu gucken. Wenn man jetzt natürlich nur hofft, irgendwie eine Adaption von dem Anime zu bekommen, dann guckt ihn euch lieber auf Blu-ray. Ja, Jens, würdest du dich der Meinung von Gordon anschließen, dass das ein, also du kennst natürlich jetzt den Anime nicht, wahrscheinlich so wie der Gordon, nehme ich mal an, aber würdest du von der reinen Gefühlslage her sagen, dass das ein guter Film ist? Also erst einmal kann ich da jetzt kaum noch irgendwas gegenhalten. Gordon hat das so genial dann hier aufgeschlüsselt. Deswegen würde ich jetzt einmal mal bei meiner reinen Meinung bleiben. Also Punkt 1, Kritiker wird es immer geben. Selbst bei Herr der Ringe gibt es Leute, die sagen, hey, ist aber dieses und jenes nicht richtig, bla. Ja, damit muss man einfach umgehen können. Auch wir müssen das, Gordon, ich und du müssen das natürlich auch. Weil wir halt eben in der Öffentlichkeit stehen und dann muss man halt eben mit rechnen, dass Kritik kommt. Und solange eigentlich die positive Kritik der gegenüber der negativen überwiegt, hat man, glaube ich, eigentlich auch schon gewonnen. Um es kurz zu machen, ich kann mich von allem sehr, sehr frei machen. Ich kannte den Anime tatsächlich nicht, das ist richtig, Christoph. Ich kannte aber das Spiel. Ich habe es nie gespielt, aber ich konnte mal mit reingucken, als jemand gespielt hat, aber auch nur kurz. Und ich wusste noch, es gab es irgendwie auf der PS1 oder PS2. Gordon hat vorhin herausgefunden, dass es auf der PS1 war, also schon
ellenlange her. Wann war das, Gordon? 2001, glaube ich, hast du gesagt, ne? Nee. Ich sagte ja, ich bin da noch zur Schule gegangen. Also ich weiß jetzt nicht, welches Jahr. Es muss 97 oder 98 gewesen sein, eins von beidem. Weil, wie gesagt, ich noch zur Schule gegangen bin und 2001 bin ich nicht mehr zur Schule gegangen, deswegen haut das nicht hin. Muss also irgendwann um den Dreh gewesen sein. Und das muss für PlayStation 1 gewesen sein, weil die Zweier gab es ja erst 2001. 2001 ja. Bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Alter Sack. Ja, naja, wie dem auch sei. Also, um mal auf den Film zu kommen, Scarlett Johansson, sie scheint irgendwie so ein Fable für weibliche Superhelden zu haben, kann das sein? Also jetzt Lucy, Black Widow, jetzt dieser Film, also sie scheint da echt ein Fable für zu haben. Ich sehe bei ihr nur einfach das Problem, man merkt so langsam, sie hat, glaube ich, einen Gesichtsausdruck für jede Lebenslage. Es spiegelt sich so ein bisschen heraus, dass sie schauspielerisch ein bisschen festgefahren ist, finde ich. Weil ob sie jetzt hier diesen weiblichen Cyborg spielt oder Lucy oder halt eben Black Widow, es ist schon sehr ähnlich, nur die Frisur ist anders. Die Frau kann sich natürlich unglaublich gut bewegen, die Action-Szenen mit ihr sind richtig gut gelungen. Die Optik des Films, ja, ich gebe Gordon recht, der hat wirklich einiges. Er ist allerdings extrem CGI überladen. Die Optik der Zukunft, die hier einem dargeboten wird, mag vielleicht Comic-konform gehen, ist mir aber auch ein bisschen zu drüber gewesen. Oder sagen wir es kurz um, was mich echt ein bisschen gestört hat, waren so diese Hologramme, diese übergroßen von den Menschen, die in dieser Stadt dann gezeigt wurden. Oder auch diese Fische oder was da alles auf die Straßen projiziert wurden. Ansonsten war das ziemlich cool. Vielleicht lege ich mich jetzt ein bisschen in den Nesseln, aber ich habe mich teilweise ein bisschen an Blade Runner erinnert gefühlt, was ja per se kein schlechtes Zeichen ist. Ist Blade ja auch Runner, ein Cyberpunk-Film. Ja, ne, das, wie gesagt, das ist per se kein schlechtes Zeichen, oder Blade Runner war ja ganz gut, mal gucken, wie der zweite wird, aber doch halt eben ein bisschen zu sehr überladen und wir sind ja hier eigentlich auch, glaube ich, gehen alle damit konform, zu viel CGI ist einfach nicht gut, also man hat hier, glaube ich, kein Gebäude oder kaum ein Gebäude drunter, was nicht aus dem Computer stammt und das ist schon... Jui. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen verglichen und tatsächlich so, die Hauptcharaktere sehen schon wirklich sehr aus wie im Comic. Dass sie jetzt keine Asiatin ist. Ja, mein Gott, nochmal, also dafür hast du aber auch eine Darstellerin, die die Action-Szenen richtig gut rüberbringen kann. Und dann würde ich sagen, kann man da einfach Abstriche machen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Film macht Spaß. 83%. Ich glaube nicht, dass das wirklich drüber ist mit der Werbung. Ich meine, guck dir die Straßen in Japan, in Tokio oder so momentan mal an. Du wirst unglaublich viele große Bildschirme sehen, die irgendwelche Werbespots bringen. Wenn der erste soweit ist, dass er Hologramme auf den Park oder auf den Bürgersteig werfen kann, dann wird er das auch tun. Das glaube ich auch, ja. Nichts für ungut, aber das ist ja nichts, was mir dann in dem Moment gefallen müsste. Also, ich sag mal, so völlig überlebensgroß, wie es in dem Film gemacht wurde, und das ist ja nur eine ganz kleine Kritik, das hat mir halt einfach nicht so zugesagt. Der Rest war eigentlich ziemlich gut. Ja gut, die Story war ein bisschen vorhersehbar irgendwo. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wusste ich dann, ja, ist schon klar, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Aber auch das finde ich nicht schlimm, weil Geschichten sind irgendwann nun mal erzählt und dann musst du auf irgendwas Altbewährtes zurückgreifen. Das Rad lässt sich nun mal nicht neu erfinden, aber ansonsten macht der Film alles richtig, finde ich. Naja, im Anime war es ein bisschen anders, ne, von der Story her, deswegen. Ja, übrigens, wenn du Scarlett Johansson mal in anderen Rollen sehen willst, empfehle ich dir entweder Prestige oder Lost in Translation. Die war in Lost in Translation mit dabei? Oh. Ja klar, sie ist die Kleine, die mit Bill Murray zusammen durch die Spielhallen zieht. Ach du dickes Ei. Ja, da war die 19. Muss ich mir dann nochmal angucken.
Ja, Ghost in the Shell ist ein Film, den ich mir auch noch ansehen werde. Allerdings hat mich das erstmal so nicht ins Kino gezogen, weil ich bin jetzt nicht so der Manga-Anime-Fan, aber doch, ich mag natürlich auch Scarlett Johansson. Ich finde, das ist eine klasse Schauspielerin. Und ich denke mal, ich werde mir den Film auch bei Zeit mal ansehen. Ich habe mir sogar Lucy angeguckt, obwohl ich den Film scheiße fand. War nicht so toll, ne? Nee, der war nicht so toll. Nein. Da gibt's noch einen, ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, da spielt sie so einen Alien. Das war, glaube ich, ein B-Movie, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, und den fand ich extrem schlecht. Weiß ich jetzt gerade nicht, welchen Film du meinst. Lucy war doch der darauf basiert, dass wir angeblich nur so und so viel Prozent unseres Gehirns benutzen, und wenn man in mehrere Sphären kommt, dann ja, gut. Genau. Und bei ihr hoffe ich einfach nur, dass irgendwann endlich ein Black Widow-Film kommt, und ich hoffe, da ja jetzt Captain Marvel kommt, ich glaube in 2 Jahren und jetzt in ein paar Monaten sogar schon hier Wonder Woman, dass Marvel sich da echt jetzt langsam mal auf Hinterbeine setzt und da was macht, weil die Leute wollen einen Film mit ihr. Ja, wieso? Marvel hat es doch auch gar nicht ausgeschlossen. Momentan wird er doch für 2020 gerüchtet. Ja, aber es ist nichts bestätigt. Das ist das Problem für mich. Doch, ich meine schon. Nein, also nicht meines Wissens nach hat Marvel da nichts bestätigt. Also sie haben es nicht ausgeschlossen, aber sie haben nichts bestätigt. Und weibliche Superhelden, hatte ich jetzt gehört, sagten sie erstmal, naja, erstmal nicht. Naja, und dann kam die Ankündigung zu Captain Marvel. Nee, sie haben gesagt, wenn Marvel hat in dem Interview gesagt, wenn danach verlangt wird und wir genügend Leute haben, die sie sehen wollen, dann wäre das geplant für 2020. Untitled Marvel Black Widow Movie. Steht, glaube ich, sogar bei IMDb drin. Ich hoffe auch, dass es 2 Filme gibt. Einen über ihre Vergangenheit und irgendwann eine, wo sie durch die Gegend streift und vielleicht Hulk sucht oder so. Das fände ich ziemlich cool. Ja, das wird ja jetzt schon aufgeklärt. Ja, in Ragnarök. Tor 3, ne? Genau. Spoilert mich nicht. Ja, wieso spoilert dich nicht, Mann? Der Trailer läuft schon überall. Ich guck ihn ja extra nicht. Ich hab ihn verlinkt, aber ich hab nicht reingeguckt. Ja. Und ich versuche es auch echt zu vermeiden. Es ist schwierig, es ist echt schwierig. Aber ich möchte den Film so gucken, ohne irgendwelche Spoiler, weil manchmal, es ist echt schwierig mit den Trailern, die so viel verraten mittlerweile. Naja, aber ja. Anderes Thema. Ja, dann gehen wir mal weiter in der Liste, und zwar hat sich der Gordon noch einen Film im Kino angeschaut, richtig? Ja, genau. Melina und ich hatten ja einen Kinotag gemacht, und der Tag fing dann tatsächlich mit Boss Baby an. Das lag einfach darin begründet, dass nur noch irgendein anderer Scheißdreck lief. Ich weiß auch nicht mehr was, was mich so überhaupt nicht interessiert hat. Und da habe ich mir gedacht, naja, wir wollen 3 Filme heute gucken. Dann, keine Ahnung, gucken wir jetzt halt irgendeinen Animationsfilm, der wird schon seichte Kost sein. Und war dann im Endeffekt auch und hat sogar ein paar ganz gute Gags und witzigerweise sogar ein Skeletor mit drin. Oh. Am Anfang filmt nämlich die Kamera durch das Kinderzimmer und da hängt dann ein Skeletor von der Decke. Da muss sie erstmal lachen. Ja, Boss Baby, da geht es im Endeffekt darum, dass ein Junge, der jahrelang alleine mit seinen Eltern gelebt hat, die ihm immer vorgelesen haben, irgendwie ein perfektes Team mit den Eltern war, alles super, und dann wurde plötzlich angekündigt, dass er jetzt einen Bruder bekommt, ein Baby ins Haus kommt. Und er ist dann erst total verwirrt und kommt damit auch überhaupt nicht klar und denkt sich dann, ja, dieses Baby, das nimmt jetzt die ganze Aufmerksamkeit der Eltern wieder weg und bla, und dann stellt sich plötzlich heraus, ja, du hast recht, denn ich bin gar nicht von deiner Mutter geboren worden, sondern ich bin von einer Akademie gekommen oder von einer Firma, die dazu da ist, Babys halt, ja, in Familien einzuschleusen, um dann Dinge zu lernen, um ihre Berichte zu machen, um Babys niedlicher zu halten als Hundewelpen. Ja, die Story ist so dämlich. Ja. Witzigerweise wird das Baby gesprochen von Klaus-Dieter Klebsch. Ja.
Also von Dr. House. Das ist schon echt geil. Und das ist richtig dumm einfach nur, dass er dann wirklich auch die ganze Zeit, das hat mich immer an Baby Herman aus Roger Rabbit erinnert, so, dass er halt auch mit dieser Stimme dann spricht und dann halt die ganze Zeit sagt, ja, du musst mir einfach nur helfen, dass ich diesen Abschluss mache, dann kriege ich mein Eckbüro in dieser Firma und dann bin ich wieder weg. Du bist dann alles los, du bist die Probleme los und ich habe mein Eckbüro und ich werde mich nie wieder bei dir melden. Ja, und dann arbeiten die beiden halt zusammen darum, dass er halt seinen Abschluss machen kann und dafür sorgen kann, dass Hundewelpen nicht den Markt regieren. Eine, ja, Story, also für Millionen. Ist eine super dumme Story, aber hat ein paar ziemlich gute Gags mit drin. Auch viele Gags, die Kinder überhaupt nicht verstehen. Da sind auch Witze dabei, die du einfach nicht verstehst, wenn du nicht in den 80ern groß geworden bist. Wo ich auch schon wieder gedacht habe, Alter, das verstehen Kinder nicht. Aber genau dafür ist es auch gemacht. Ja, die Kinder lachen halt im Kino über den Slapstick und die Erwachsenen lachen halt über die Gags, die dann halt mit dem Mutter-Vater sein oder eben mit den Witzen aus den 80ern einhergehen. Was würdest du dem Film, sag ich jetzt mal, prozentual für eine Note geben? Ja, also 7/10. Der ist schon in Ordnung. Ah, okay. Also wenn Gordon das sagt, dann sollte man sich diesen Rat zu Herzen nehmen. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir diese Rubrik dann für heute und dann kommen wir direkt weiter in unserem Programm. Nämlich, wir besprechen heute einen Film, den wir noch offen haben aus einer längst vergangenen Marvel-Reihe. Mhm. Obwohl damals war es noch nicht Marvel. Aber da hören wir uns später. Ja, dann sind wir auch zurück aus der kurzen Überleitung und wir sprechen heute über Spider-Man 3. Den haben wir nämlich noch offen, also von dem alten Raimi-Film. Und da würde ich mal sagen, der Jens, ich brauche eigentlich gar keine Worte mehr verlieren. Ihr wisst genau, was ich meine. Der Jens ist ein großartiger Kerl, der wunderbare Einleitungen schreibt, die so großartig sind, dass sie sogar schon im Bockhaus aufgeführt werden. So, Jens, bitte. Was? Okay, du meinst... Ah, ja. Ja, während sein ehemaliger Freund Harry Osborn hier zum neuen grünen Kobold wird und eigentlich Rache an Peter schwört, muss sich dieser mit einem außerirdischen Symbionten und dem Verbrecher Flint Marko herumschlagen. Marko, den man fortan nur noch als Sandman kennt, ist mit Kräften ausgestattet, gegen die Spider-Man nichts ausrichten kann. Erst mit Hilfe des Symbionten kann sich die Freund die Spinne aus der Nachbarschaft gegen seinen Widersacher behaupten. Doch der Symbiont, der sich mit Spider-Mans Anzug vereinigt hat, verändert Peters Persönlichkeit, sodass er ihn wieder loswerden will. Der Symbiont geht dann an Peters Opponenten, nämlich Eddie Brock. Welcher somit zu Venom wird. Ja, und als sich Venom dann auch noch mit dem Sandman zusammentut, bittet Peter seinen Freund Harry, ihm zu helfen, denn alleine kommt er nämlich gegen die beiden nicht an. Ja, dieser lehnt verständlicherweise erst ab, willigt dann aber doch ein und dann kämpft er Seite an Seite mit seinem langjährigen Freund gegen die beiden übermächtigen Widersacher. Genau, das Produktionsland war natürlich die gute alte USA. Erscheinungsjahr des Films war 2007, Länge ist etwa 139 Minuten, freigegeben wurde er ab FSK 12 und Regie führte natürlich Sam Raimi. Ja, wen haben wir denn da alles in den Hauptrollen, Gordon? Ja, also natürlich haben wir wieder Tobey Maguire als Peter Parker, / Spider-Man, Kirsten Dunst als Mary Jane Watson, James Franco als Harry Osborn oder jetzt eben den neuen Goblin, Green Goblin, wie auch immer, Thomas Hayden Church als Flint Marko, aka den Sandman und Topher Grace als Eddie Brock, der später dann Venom wird und ja, vielleicht noch Bryce Dallas Howard als Gwen Stacy und ich möchte J.K. Simmons nochmal hervorheben als den grandiosen J. Jonah Jameson. Wunderbar, großartige Rolle. Dann würde ich mal sagen, in altgewohnter Manier beleuchten wir die Charaktere. Ich würde sagen, auf den guten alten Peter Parker und Mary Jane verzichten wir mal an der Stelle. Die haben wir schon ausführlich in unseren letzten Rezensionen besprochen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Hauptschurken des Films. Das wäre nämlich der gute alte Sandman. Und da würde ich direkt mal meine Frage an den Jens richten. Jens, wie würdest du denn den guten alten Flint Marko charakterisieren? Punkt 1, mit Thomas
Thomas Hayden Church hat man hier einen unglaublich gut gecasteten Charakter und Darsteller, denn er sieht ja wirklich sehr aus wie aus dem Comic, das muss man schon mal sagen. Das haben die bei dieser Reihe, dieser Spider-Man-Reihe wirklich drauf gehabt, dass sie Schauspieler casten konnten, die sehr nah an ihrem Original dran waren. Und auch dieses Mal war das dann in diesem Fall wieder so. Wie kann man ihn charakterisieren? Das ist eigentlich relativ einfach. Es ist ein gebrochener Mann, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und eigentlich im Leben nicht mehr wirklich viel hat. Seine Frau hat ihn verlassen. Er hat eigentlich nur noch seine Tochter, die er allerdings nicht sehen darf, die aber auch krank ist. Und naja, wie man es in den USA natürlich kennt, hast du kein Geld und bist sterbenskrank, dann hast du möglicherweise ein großes Problem. Ja, und da will er dann jetzt irgendwie Kohle besorgen. Das möchte er natürlich in Form von Diebstählen machen. Ja gut, dass ihm da irgendwann Spider-Man zwischenkommt, ist ganz klar. Aber noch bevor er auf Spider-Man trifft, gerät er in so eine Art Experiment, was seine Zellen irgendwie neu ordnet oder umstrukturiert und er fortan ja aus Sandkörnern besteht. Also er kann auch irgendwie Sandkörner absorbieren, seine Größe verändern, seine Form verändern. Er scheint auch gesteigerte Körperkraft zu haben. Trotzdem ist er immer noch jemand, der ein Gewissen zu haben scheint. Er geht damit auch ein bisschen weg von den üblichen Charakteren, die wir sonst als Spider-Mans Gegner gesehen haben. Außer vielleicht Doc Ock, als er wieder so ein bisschen zu sich gefunden hat, aber trotzdem, er bleibt kontinuierlich irgendwie jemand, der schon weiß, was er da tut. Er hat ein Ziel vor Augen und jegliches, was er eigentlich macht, das macht er nicht für sich. Also er ist eigentlich völlig selbstlos in dem, was er da tut und hat eigentlich nur seine Tochter im Kopf. Was es allerdings ein bisschen schwierig macht, wenn das okay ist, würde ich das gerne vorweggreifen, da wir den Charakter gerade so ein bisschen besprechen. Wäre das okay, Christoph? Ja, natürlich, bitte. Okay. Ist, dass man hier versucht hat, die Geschichte ein bisschen zu verändern, um einen persönlichen Konflikt zwischen Marco und Spider-Man zu schaffen. Man hat die Geschichte so ein bisschen umgeschrieben. Im ersten Teil war es ja so, dass der Typ, den Peter dann später umgebracht hat, der eigentlich seinen Onkel Ben umgebracht haben soll, das anscheinend gar nicht war, denn auf der Straße war scheinbar irgendwie Flint Marco dazwischen und hat eigentlich nur auf seinen Kumpel gewartet und wollte den Wagen haben von Onkel Ben. Ja, und hat dabei irgendwie einen tödlichen Schuss abgegeben, aus Versehen. Das allerdings sieht man nicht sofort, sondern man sieht zwar eine Rückblende, allerdings ist das etwas, was Peter sich in seinem Hirn irgendwie zusammenspinnt. Es kommt der Realität etwas nah, aber es war keine Absicht von Flint. Und ehrlich gesagt, das erinnert so ein bisschen an Batman, dass man da so eine Verbindung schaffen wollte zwischen dem Joker und Batman aus dem 89er-Film. Ähnliches hat man hier versucht und das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Seht ihr das anders? Das ist eine schöne Überleitung, ja, Batman, ja, der Sandman, geklaut von Clayface, der war nämlich zuerst da im DC-Universum. So viel dazu. Ich stimme dir zu in dem einen Punkt, dass die Charakter, also beziehungsweise das Casting bei den Raimi-Filmen ist grandios. Muss man einfach so sagen. Als ich den Schauspieler gesehen habe in der Rolle des Sandman, musste ich auch sagen, ja, passt wie die Faust aufs Auge. Das waren fast die gleichen Gesichtszüge, auch von dem Outfit her, was die da ausgesucht haben, fand ich super, hat super gepasst, keine Frage. Ich finde auch die schauspielerische Leistung von ihm großartig in der Rolle. Eine Szene, die ich hier hervorheben möchte, ist wirklich die Szene, wo das Experiment abgeschlossen ist und der Sandman so langsam aus diesem Sand herauskommt und dann erstmal versucht, so seine Form zu finden. Also, ne, das ist eine hammergeile Szene. Ich finde die zum einen sehr traurig, weil mit dieser Musikuntermalung dazwischen kam die super geil rüber. Ich will sogar sagen, es ist wirklich die beste Szene aus dem ganzen Film. Was du vorhin angesprochen hattest mit Onkel Ben, dass das da so ein bisschen umgeschrieben wurde, war das wirklich so, dass er den Schuss aus Versehen gegeben hat? Ich habe das jetzt irgendwie anders in Erinnerung. War das nicht so, dass der Kompagnon von ihm geschossen hatte? So schien es zumindest im ersten Teil, aber man muss schon sagen, man hat es gut gedreht. Das war einfach unnötig, aber man hat es schon ganz gut in Szene gesetzt, weil unten vor dem Auto tauchte plötzlich Flint Marco auf und sagte zu Onkel Ben, ich brauche dein Auto. Der stieg dann aus und sagte dann zu ihm, du lass das mal. Plötzlich kommt von hinten von Flint der Kumpel angerannt
der halt die Kohle von diesem Wrestling-Organisator dort gestohlen hat. Er guckt dann zu ihm und irgendwie löst sich plötzlich ein Schuss und der ist halt für Onkel Ben dann tödlich. Dass das jetzt nicht dieser andere Typ war, sondern scheinbar Flint, das ist das, was umgedreht wurde. Und Peter hatte sich das in seiner, die haben dann ja bei der Polizei gesessen und der Polizeichef, das war glaube ich der Vater von Gwen Stacy, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall hat der dann gesagt so, ja, der hat das gemacht und nicht der andere. Und Peter wurde natürlich unglaublich sauer, wütend, enttäuscht etc. und hat sich dann im Kopf so ausgemalt, wie das wohl gewesen ist. Und in seiner Vision oder in seinen Gedanken ist Flint unglaublich kaltblütig. Also, dass er auch mit voller Absicht auf Onkel Ben geschossen hat. Was aber nicht so war. Das klärt sich dann am Ende des Films auf. Okay, dann habe ich das jetzt irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Naja, gut. Gordon, wie würdest du denn den Charakter, beziehungsweise wie wirkte der Charakter denn auf dich? Der Sandman im Originalcomic, der hat nicht so viel mit dem Clayface gemein. Also, weiß ich nicht, der ging ja eigentlich erstmal ursprünglich nur als ganz normaler Dieb einher, war dann ein Gegner für die Fantastic Four, war ja, glaube ich, der vierte Gegner, den Spider-Man jemals hatte. Ich meine, der ist das erste Mal in Amazing Spider-Man Nummer 4 aufgetaucht. Warte mal kurz, Chameleon, Octopus, Chameleon, Vulture, Octopus, Sandman, ja, Nummer 4. So, und also auf jeden Fall, ich fand's gut, dass man ihn genommen hat als Charakter. Mir, ehrlich gesagt, gefällt der Cast nicht. Also ich konnte Thomas Hayden Church überhaupt nichts abgewinnen. Für mich war Sandman immer so eine Art Bully, so ein breiter Typ mit einem ziemlich markanten Gesicht, also aber nicht so wie er. Er sieht mir zu fahl aus, er sieht mir zu dünn aus, zu fertig, zu kaputt irgendwie, wie so ein, ich weiß nicht, ich finde, er hat so einen Ausdruck von, ich bin ein kaputter Vater, bla, und das ist eigentlich der Sandman nicht wirklich, ja, der hat zwar eine Wandlung durchgemacht in den Comics und die war auch gut zum Superhelden im Endeffekt. Das war ein sinnvoller Aufbau, bis man den natürlich hinterher irgendwann verworfen hat, weil irgendein idiotischer Writer war irgendwann mal der Meinung, ja, weil er die gleiche Frisur hat wie Harry Osborn, muss er mit dem was zu tun haben. Weil, wo ich manchmal so denke, Alter, das kann nicht wahr sein, dass es Supervisor gibt, auch bei Marvel, aber das ist vollkommen scheißegal, bei welchem Comic man ist, die so einen Scheiß durchgehen lassen, ja. Also ich meine, irrsinnige Geschichten hat jeder Comic-Verlag hinter sich. Das geht über DC, über Marvel, über Splitter, über was weiß ich nicht was, ja, bis hin zu Spawn, whatever, McFarlane und so weiter. Aber es muss halt einen Supervisor geben, der dann einfach sagt, nein, ja, das ist Kacke, was du davor hast. Aber scheinbar ist das irgendwie durchgegangen und das war halt in meinen Augen totaler Blödsinn. Also für mich hätte ich da irgendwie eher so einen raueren Typen irgendwie für genommen, weil Sandman ist für mich so eine, ja, vielleicht, um es ganz krass zu sagen, schon eher so eine Punisher-artige Figur. Und so wurde er auch häufig dargestellt, so. Zwar nicht, dass er jetzt Leute umbringt, aber schon irgendwie einer, der eben auch mal zulangen kann und irgendwie was machen kann. Und das strahlt der Typ, der Thomas Hayden Church strahlt es für mich überhaupt nicht aus. Er strahlt sicherlich das aus, was er im Film am Ende sein soll, so von wegen, oh ja, eigentlich bin ich doch hier nur das Opfer. Ich bin doch hier der arme Familienvater, der nur seiner kranken Tochter helfen wollte. Ja, ist okay. Aber das wirkt auf mich halt einfach nicht. Also da weiß ich nicht, irgendwie da fehlt mir was bei dem einfach. Und das ist mir die Story, die er dann da irgendwie hat, die verkommt halt auch einfach zu so einem Side-Joke, weil der Film zu viel will. Und deswegen am Anfang, klar, hat man dann so seine Entstehungsgeschichte, wie er dann eben dazu wird, dass er dann seinen Körper zu Sand machen kann und so weiter und so fort. Aber danach geht's halt so steil bergab, weil man Spideys zweites Gesicht zeigen muss und den Konflikt über Harry um seinen Vater
und dann gerät der Sandman schon ins Hintertreffen und dann kommt gleich das zweite Hintertreffen noch mit Eddie Brock. Und das ist einfach, es sind irgendwie 3 oder 4 Geschichtsstränge, die man hier nebeneinander erzählen will, wofür der Film einfach nicht ausgelegt und dafür auch zu kurz ist. Und deswegen bleiben einfach Dinge auf der Strecke. Und er bleibt hier halt einfach auf der Strecke. Fandest du denn die Animation vom Sandman auch nicht so gut? Oder? Nee. Nee, ich fand einfach, vielleicht wäre das heute was, wir sind jetzt auch 10 Jahre weiter. Ich mochte, einige Sachen waren okay, aber die meisten Sachen, da hat man einfach zu sehr gesehen wieder, dass es CG ist. Ich glaube, da hätte man auch mehr mit echtem Sand machen können, aber das wäre wahrscheinlich zu aufwendig und zu teuer gewesen und deswegen hat man es dann halt wieder über den PC laufen lassen. Nur das sieht man in zu vielen Szenen einfach und das finde ich einfach nicht gut. Also das war Spider-Man 3 ist für mich ganz klar aus der Trilogie der Schwächste. Mhm. Nicht so beschissen wie Amazing Spider-Man. Ja, das müssen wir natürlich ausklammern. Amazing Spider-Man 1 und 2 sind natürlich riesige Haufen Affenscheiße. Aber nee, der erste Teil geht. Komm. Also so schlecht war der erste Teil nicht. Doch, der war schlecht. Die Ex hatte kein Laborkittel. So, ich glaube, daran würde ich mich nicht aufhängen, aber der war nicht so schlecht, hast recht, der war richtig schlecht. Also das ist halt genau der Punkt. Also Amazing Spider-Man, das hätte man gar nicht erst machen sollen. Das war halt Käsekram. Und hier im dritten Teil denke ich halt einfach, man merkt zwar schon, dass Sam Raimi da irgendwie mitmacht, aber es ist zu viel und ich denke, er hat sich da auch vom Studio belatschern lassen und das war der Fehler. Ja, musste er, weil vom Studio nämlich gesagt wurde, der Sandman Venom muss mit rein. Ja, er hat gesagt, nein, das möchte er nicht unbedingt gerne machen, aber naja gut, wenn es das Studio vorgibt, ja. Genau, dann macht man lieber einen scheiß Film und verdient daran nichts. Gute Idee, Studio. Wie wirkte denn Eddie Brock beziehungsweise die Charakterisierung von Venom hier in dem Film auf dich? Viel zu runtergerusht. Also das war halt alles einfach viel zu schnell, viel zu kurzlebig. Im Endeffekt geht es hier um eine Sache und Eddie Brock verliert irgendwie seinen Job und so weiter und so fort. Im Comic ist das länger aufgebaut. Da wird viel mehr, natürlich, ist ja klar, ne? Ich meine, das will ich auch nicht miteinander vergleichen, es ist ein Film. Aber hier wird ja gar nicht so richtig rausgearbeitet, warum er eigentlich Spider-Man so hasst, ja, und wie das dann irgendwie rübergeht. Im Original-Comic ist halt so, dass Spider-Man, nachdem er von Secret Wars-Einsatz, ich glaube, es ist von 1984, mag mich jetzt aber irren, vom Secret Wars-Einsatz von der Rückseite des Mondes, glaube ich, wiederkommt und da eben diesen Symbionten findet und sich mit dem vereint und dann eben sein schwarzes Kostüm hat. Irgendwann merkt er dann halt, ähnlich wie im Film, dass er dadurch aggressiv wird und so weiter und so fort und dass er das Ding dann irgendwann losfährt. Und der Symbiont, der reagiert halt auf Hass und da er Spider-Man selber hasst, weil er den Symbionten verstoßen hat und Eddie Brock halt Spider-Man hasst, treffen halt diese beiden Kreaturen aufeinander und so kreiert sich dann Venom. So, später ist es dann allerdings so, dass Eddie Brock den Symbionten richtig kontrollieren kann und dann wird Venom ein Anti-Held und so weiter und so fort. Das ist eine lange Geschichte. Das ist ja auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch so in der Animated Series, ne? Du meinst New Spider-Man. Genau, richtig. Ja, genau. Allerdings auch ein bisschen kürzer, aber das ist ja auch okay. Genau darum geht's im Endeffekt und Venom wird dann Anti-Held und so weiter und so fort. Ist ein sehr beliebter Charakter in den 90ern gewesen, weil Anti-Helden da halt einfach in waren. Das hat man in verschiedenen Bereichen in der Popkultur gesehen. Im Wrestling war es dann, was weiß ich, meinetwegen Stone Cold Steve Austin oder sowas, ja. Das sind dann halt so die Charaktere, die einfach da angesagt waren. Man wollte halt keine Clean Cuts mehr, ja. Deswegen waren eben solche Figuren wie, keine Ahnung, Captain America und Superman in dem Zeitraum halt einfach auch eher out und sind halt in eine andere Schiene gegangen. Und das war halt genau der Punkt. Für mich ist es hier einfach viel zu schnell. Diese Geschichte wird einfach nebenbei erzählt. Venom ist ein unfassbar beliebter Charakter bei Marvel Universe. Hat 1000 Ableger gehabt mit Carnage und wie sie alle hießen, mit She-Venom und Mülltonnen-Venom, ja. Also, das ist halt immer, wie es dann ist, ne. Das kennt man ja zur Genüge, weil man dann gemerkt hat, irgendwas funktioniert, dann muss man halt 26 Ableger haben. Und das ist halt genau das Problem. Das machen dann natürlich einige, die dann da sitzen und hoffen, dass sie da irgendwie was draus machen können. Das war bei Spawn genauso. Und du wirst bestimmt auch ein, zwei Beispiele haben, wo das bei DC so war.
wahrscheinlich mit dem Green Lantern Corps oder so, genau. Wo man auch irgendwann mal gedacht hat, Mann, Jungs, okay, ne, jetzt langsam wird's ein bisschen albern. Und das sind halt genau solche Sachen und genau da, so war es halt mit Venom auch, bis, glaube ich, der Planet der Venoms dann explodiert ist oder so, damit der Schwachsinn mal ein Ende hat. Aber Venom selbst ist halt einfach ein unglaublich beliebter Charakter und hat einfach auch seine Berechtigung im Marvel-Universum, weil er halt einfach auch kontinuierlich und gut aufgebaut wurde. Das fehlt hier einfach komplett. Das wird binnen so kurzer Zeit erzählt. Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund. Der Grund, warum er auf Spider-Man sauer ist, ist halt, ja, hanebüchen erklärt, so, oh ja, ich habe deinetwegen meinen Job verloren, aber so wirklich klar wird es gar nicht, warum. Und das finde ich halt unglaublich schwach. Und ganz ehrlich, auch Eddie Brock ist eigentlich ein ziemlich muskelbepackter Typ und man nimmt dafür Topper Grace, ja, den Typen aus die wilden 70er. Also, sorry, aber what the fuck? So, es fehlt nur noch, dass sein Kelso nebenbei reinkommt. So, ja, also, sorry. Das ist einfach ein Fehlcast. Ja, was Venom betrifft, gebe ich dir da hundertprozentig recht. Gut, ich brauche nicht wiederholen, was du schon gesagt hast. Ich fand, die Animation von ihm war okay. Das konnte man sich auf jeden Fall geben. Dass das unbegründet war oder nicht so richtig begründet war, stimmt nicht so ganz. Es wurde blöd begründet und für uns nicht nachvollziehbar, aber es gibt einen Grund. Also es war ja so, dass Eddie Brock gesagt hat, müssen wir so anfangen. J. Jonah Jameson hat ja gesagt, hier besorgt mir ein Bild, wo mit Spider-Man mit der Hand in der Keksdose, ja? Also er will ja Spider-Man überführen. Und in dem Fall hat dann Eddie Brock gesagt, ja, kriege ich. Und hat dann ein Bild von Peter genommen und dieses retuschiert und, ja, verfälscht. Und Peter hat ihn dann natürlich auflaufen lassen. Daraufhin ist Eddie sauer geworden. Er hat ihn quasi bloßgestellt. Genau, er ist sauer geworden und er hat ihn ziemlich bloßgestellt, was im Film aber gar nicht so wirklich rüberkommt. Eddie wird gefeuert wegen so einem blöden Job da und ja gut, dass man dann sauer wird, okay. Dass sich Eddie gleich den Tod von Peter wünscht, ist dann doch extrem überzogen. Also Eddie stellt es so dar, das sagt er in dem Kampf zwischen Venom und Spider-Man. Darf ich dich kurz unterbrechen, Jens? Ja. Das stimmt nicht so ganz. Also ich konnte das schon nachvollziehen, weil seit der ersten Szene, wo Brock eigentlich auftaucht, sagt er ja sogar, mein größter Traum ist es gewesen, für den Daily Bugle zu arbeiten. Ja gut, meinetwegen. Dann geht er in die Kirche, wünscht sich Peter Parkers Tod, meinetwegen. Aber er will es ja nicht selber machen und das soll Gott dann in diesem Fall für ihn machen. Dann sagen wir es einfach so, um es auf den Nenner zu bringen, ich fand es ein bisschen überzogen. Was dazu ein bisschen spielt, was ich eben noch sagen wollte, war, dass Eddie sagte, du hast mir auch meine Freundin genommen. Denn Gwen Stacy war ja mit Brock zusammen. Und sie machte plötzlich mit Peter Parker rum. Naja, auch nicht so wirklich. Die beiden sind mal ausgegangen, sie schwärmt für ihn, dafür kann ja Peter in dem Fall nichts. Mit Mary Jane war es ja sozusagen vorbei. Warum sollten die dann nicht? Okay, dass Brock das nicht gefällt, kann ich irgendwo verstehen. Aber... Ja, ist vielleicht seine Bad-Guy-Wahrnehmung, aber es ist einfach nicht gut in Szene gesetzt und das ist halt das Problem. Und ich denke halt gerade ein Charakter wie Venom hätte einen eigenen Film verdient. Ja, der jetzt kommen wird, wahrscheinlich. Ja, sicherlich. Das ist dann ja auch unter einer anderen Prämisse und hoffentlich auch unter Marvel-Logo, denn momentan heißt es, dass es nicht unter Marvel-Logo kommt und dann wird's wieder scheiße. Weil ich dann nämlich weiß, dass es dann wieder so ein Amazing Spider-Man-Schmock-Film wird und den will ich gar nicht sehen. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich stimme einerseits den Gordon zu, aber andererseits auch den Jens. Ich finde schon, dass das für einen Film ausreichend begründet wurde, warum er Peter hasst, dass das nicht hundertprozentig gut in Szene gesetzt wurde. Steht auf einem anderen Blatt. Ich kann es aber nachvollziehen, warum er so einen Hass auf Peter hat, weil der Typ ist ein Psycho. Ja, also mal ganz ehrlich, das wird eigentlich schon von der ersten Szene klar, dass der Typ nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Stell dir mal vor, du bist so ein Typ, er sagt's ja auch selber, ich hab's vorhin gesagt, ja, mein größter Traum, mein Lebensziel war es schon immer, für sie zu arbeiten, das sagt er ja zum James Jonah, und dann wird dir das kaputt gemacht. Gut, ich meine, einerseits ist es seine eigene Schuld, dass das kaputt gemacht wurde, er hätte ja das Bild nicht fälschen müssen, aber gut, es passte aber zu seinem Charakter, weil das halt so ein egozentrischer Drecksack war, und deswegen hat das meiner Meinung nach gepasst.
Und dann natürlich noch die Geschichte mit seiner Freundin, mal unabhängig davon, dass sie mit Peter nur einmal ausgegangen ist. Aber ich finde, das hat aber auch wieder von dem Charakterprofil gepasst, weil der Typ einfach so ein Arsch ist irgendwo, so ein egozentrischer Arsch. Und das hat gepasst, meiner Meinung nach. Also das konnte ich schon nachvollziehen. Auch, dass er dann nachher in der Kirche da sitzt, sich selber bemitleidet und dann irgendwie sagt so, ja, ich bin ja nicht schuld, sondern Peter ist schuld, sondern ich schuld einfach nicht bei sich sucht, sondern bei den anderen. Und das fand ich schon gut. Also, dass das vielleicht nicht so hundertprozentig gut umgesetzt wurde, das hätte man vielleicht mit ein paar Szenen mehr besser rausarbeiten können. Gebe ich dem Gordon recht, absolut. Aber an und für sich konnte ich es aber nachvollziehen. Ja, vielleicht ist es mir auch einfach nur zu sehr darauf gewesen, dass es einfach auch nur so eine Seitengeschichte war, ja, die im Endeffekt, finde ich, ist die Hauptgeschichte ja Peters Kampf mit sich selbst und eben gegen Harry. Das ist für mich die Main Story. Und die beiden anderen Sachen, die spielen so nebenbei. Und das ist halt genau das Problem. Und wie schnell Venom entsteht und dann binnen von, keine Ahnung, wie viel Screentime hat Venom? 5 Minuten? Also das ist so, wenn überhaupt, ja, also das ist so schnell abgehandelt alles, dass es mir vielleicht auch deshalb vielleicht nicht objektiv genug, keine Ahnung, als zu wenig rüberkam. Wahrscheinlich habe ich im Endeffekt dann auch nur gedacht, yo, das war jetzt ja eine geile Venom-Saga und am Ende ist er dann einfach tot. Sieht man nicht sogar noch sein Skelett? Also ich weiß es nicht mehr. Es ist auch lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn nicht nochmal extra deswegen geguckt. Ich weiß nur, dass ich damals sehr enttäuscht aus dem Kino gegangen bin. Stimme ich dir zu? Also ich was die Screentime von dem Charakter Venom betrifft, gebe ich dir recht. Das war definitiv zu kurz. Den hätte man auch gar nicht mit reinnehmen sollen. Und wenn man schon ihn mit reinnimmt, hätte man ihn auch als Hauptantagonisten vorstellen sollen. Bin ich absolut bei dir. Allerdings hat der Symbiont ja sehr viel Screentime. Das heißt, ich weiß nicht, die Hälfte des Films rennt er ja mit diesem schwarzen Anzug darum oder spielt der Symbiont zumindest eine Rolle. Dahingehend fand ich das wieder gut. Was aber allerdings der Auftritt von Venom betrifft, beziehungsweise das, was dargestellt oder was gezeigt wurde von dem Charakter Venom, das war schlecht, keine Frage, da müssen wir nicht drüber reden. Wäre vielleicht da gut gewesen, wenn man es so als Cliffhanger gemacht hätte, ja? Peter wird den Symbionten los und das Ende ist halt, dass Eddie Brock sich mit ihm verschmelzt und das ist der Cliffhanger für den nächsten Teil. Genau, richtig. Das wäre gut gewesen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Es wird ja auch die Szene, wo Tobey Maguire da die Straße runter tanzt und einen auf Evil Peter macht, die wird ja auch von etlichen Fans gehatet. Also da sagen ja auch alle, die ist so sehr drüber, die ist so dermaßen lächerlich, die Szene. Da haben sich halt auch gefragt, was Sam Raimi damit bezweckt hatte. Ich stimme dir auch übrigens an dem Punkt zu, ich finde diese Fehde, die da, aber das zieht sich ja durch die ganzen Filme hinweg. Ne, diese Fehde zwischen den Osborns, im ersten Teil hat das noch Sinn gemacht, ist in Ordnung. Ich meine, der Kobold ist nun mal so der Hauptantagonist von Spider-Man. Okay. Aber dass das dann Harry da die ganze Zeit, du hast meinen Vater umgebracht, Und jetzt in dem Teil verliert er da kurz sein Gedächtnis und dann ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann nachher erinnert er sich doch wieder und dann, ach ja, nee, jetzt muss ich Peter umbringen. Ich fand das scheiße. Das hätte man doch weglassen können. Warum? Wozu? Ich hätte es zum Beispiel ganz anders geschrieben, ja. Man hat sich hier gar nicht richtig mit den Charakteren auseinandergesetzt. Einfach Venom ist ja so ein Typ, der irgendwo dazwischen ist, ja. Nicht wirklich komplett böse, sondern er kämpft ja schon auch auf der Seite der Guten. Nur halt eben nicht unbedingt gegen Spider-Man an sich. Oder manchmal kämpfen die beiden ja auch zusammen. Und das hätte ich an dieser Stelle hier irgendwie eingebracht. Nicht Harry und Spider-Man zusammen, sondern Venom und Spider-Man zusammen gegen Harry und den Sandman. Das hätte ich nicht gebraucht. Also nicht in dem ersten Film, wo Venom auftaucht. Also sagen wir es mal so, wenn du als Regisseur nun angehalten bist, wirklich beide Charaktere da reinzubringen, man dir in dem Punkt dann aber nicht dazwischen funkt, dann kannst du das Ganze wenigstens auf einen besseren und logischeren Abschluss bringen. Dann hättest du genauso gut Carnage da reinpacken können. Es gibt einen Comic, wo Venom und Spider-Man sich verbünden, um Carnage zu besiegen. Weiß ich nicht, dann wäre der Film genauso überladen gewesen. Ja. Tja.
Es ist schwierig. Der Film ist voller Probleme. Es hätte mal, ich weiß nicht, war die Vorlage vom Studio auch, dass das Sandman rein musste? Oder war nur die Vorlage, dass das Venom rein musste? Nee, ich glaube ja, nur Venom war, glaube ich. Also ich meine, geplant war tatsächlich Sandman als Hauptantagonist und nebenbei halt immer noch die Fehde mit Young Harry oder ja. Young Goblin, wie auch immer, Goblin Junior, whatever. Wie auch immer, auf jeden Fall hätte doch Raimi da sagen können, okay, ich streich den Sandman, den Venom muss ich mit reinnehmen, weil das Studio das so sagt, okay, gut, dann mache ich halt einen Film über Venom und zwischendurch noch hier diese scheiß Fehde da mit dem Osborn-Jüngling meinetwegen. Ja, aber ich meine, der Film hat, glaube ich, auch irgendwie über fast 3 Jahre Produktion gehabt. Ja, da ist ja auch, glaube ich, auch so viel hin und her geschoben worden und dann war wieder das und dann war wieder jenes und keine Ahnung. So. Der ging auf jeden Fall weit über 2 Jahre in der Produktion, wo ich auch schon gedacht habe, ey, warum? Und da hat mein Kumpel damals, der liest ja nun echt alle Comics und der kennt ja nun jeden mit Vor- und Nachnamen und hast nicht gesehen und Blutgruppe und so. Und der hat halt auch nur gesagt, naja, das ist immer schon kein gutes Zeichen, wenn dann die Sachen zu lange dauern, weil man dann irgendwie immer weiß, dass das da hin und her geschoben wird und hier muss noch das kommen und da muss noch das kommen und ja, im Endeffekt ist es genauso gekommen, leider. Ja. Es war ja auch, es war ja dann sogar noch in Planung, Spider-Man 4 sollte dann die Echse als Gegner haben. Genau. Und da sollte dann sogar auch Carnage auftauchen, ja, wo ich auch schon gedacht habe, so beschissen wie Venom jetzt schon dargestellt wurde, da brauche ich da doch nicht noch einen Carnage. Vor allen Dingen nicht in dem Universum. Carnage ist ein Killer. Ja, der macht keine Unterschiede so. Wie willst du das in dem Rating überhaupt hinbekommen? Ja, muss ich auch sagen. Also andererseits zu Echse erstmal, ich fand den Aufbau von Dr. Kurt Connors in den 3 Filmen eigentlich ganz gut. Ich fand den Schauspieler auch eigentlich recht passend. Das hätte vielleicht was werden können als Echse, aber da gebe ich dir auch recht, Gordon, ein Carnage in dem Raimi-Universum, wie willst du das machen? Also das funktioniert nicht. Der Typ ist total durch. Also hätte meiner Meinung nach nicht funktionieren können. Aber eine andere Szene, worauf ich eigentlich hinaus wollte vorhin, das können wir mal ganz kurz mal mit reinpacken. Ich fand, was ich bei den Raimi-Filmen immer kacke fand, ich meine, im ersten Teil habe ich das noch durchgehen lassen, das war in Ordnung. Im zweiten Teil habe ich mir nur gedacht, oh, nicht schon wieder. Und im dritten Teil, ja, scheiße. Immer, dass Mary Jane so im Mittelpunkt steht. Und das fand ich hier wieder total daneben. Weißt du noch, wo ich dir das vorhin gesagt habe, Gordon? Ich hab's doch gesagt, die Alte. Also ich hatte dasselbe Problem. Gordon ist da ein bisschen anderer Meinung. Vielleicht kann er uns ja erklären, warum ihn das nicht so stört. Naja, ich meine, das ist nun mal irgendwie, das ist Lois Lane bei Superman etc. auch. Ja, es gibt nun mal eigentlich Mädels, die irgendwie die Damsel im Comic sind. So. Und natürlich ist es blöd, wenn man jedes Mal irgendwie wieder sie in dieser Problemzone hat, aber im Endeffekt steht sie ja auch immer zwischen den einzelnen Figuren. So, wenn sie dann wissen, dass sie ein Druckmittel ist und gerade in Harry weiß das ja, dann wird das natürlich auch irgendwie genutzt. Ist ja ganz klar. Ich habe gerade eben schon zu Jens gesagt, dann kann ich auch sagen, ich spiele Super Mario Land nicht mehr, weil die dämliche Prinzessin Peach so blöd ist und sich jedes Mal vom Koopa wieder entführen lässt. Ja, also das ist halt Käsekram. So, entweder man kann da natürlich auch eine andere Story drauf aufbauen, sicher. Aber es ist halt das einfache Ding, die Freundin des Protagonisten zu entführen, weil das halt dieses Damsel-Syndrom halt hat. Damsel in Distress, das ist nun mal so. Ja, der tolle Held, der halt das Frauchen rettet. Ja, pass auf, da hätte ich Damsel in Distress-Thematik, da hätte ich noch nicht mal so groß das Problem mit. Ich fand das hier aber so plump eingesetzt. Erst hattest du das mit Harry. Das konnte ich noch nachvollziehen. Okay, Harry kennt Peter, dass er sie dann halt, dass er sie gegen ihn ausspielt. Okay, habe ich noch gesagt, so, ja, gut, okay, komm, meinetwegen, drauf geschissen. Aber als dann nachher der Sandman und Venom sich zusammentun und wie aus dem Nichts kam, das wirklich so, ey, ich habe eine geile Idee, lass uns Mary Jane entführen. Ja, wer ist Mary Jane? Ja, hier, die Freundin von Spider-Man. Ah ja, alles klar, machen wir.
wo ich mir nur so gedacht habe, was, warum? Hätte man da nicht irgendwie einen anderen Handlungsbogen machen können? Ja, sicherlich hätte man das können, aber da sind ja schon so viele Handlungsbögen, die du nebenbei irgendwie spinnen musst. Da war das dann wahrscheinlich schwierig, das noch irgendwie anders zu verpacken. Ja, aber das Problem, was ich da gesehen habe, das war die gleiche Szenerie wie bei Dr. Octopus. Der hat doch genau das Gleiche gemacht. Und das fand ich dann wieder so, oh nee, warum? Ja, ich sag ja, Spider-Man 3 ist nicht gut. Der ist nicht gut, der Film. Das war so, sogar übrigens im ersten Teil ja schon so. Ja, wie gesagt, im ersten Teil sag ich ja noch nichts. Das ist ja in Ordnung. Ja, von mir aus. Aber im zweiten habe ich auch noch so gedacht, ja, okay, mein Gott, ist nicht sehr kreativ, aber drauf geschissen. Aber dann im dritten wieder so eine Scheiße zu machen, wo ich mir nur gedacht habe, so, Alter, bitte, nein. Ja, vor allen Dingen, man hätte es gar nicht gebraucht, weil Spider-Man wäre ja sowieso aus seinem Gerechtigkeitsgefühl heraus gegen die beiden vorgegangen. Richtig, hätte es nicht gereicht, dass die irgendwie diese Baustelle da überfallen oder wo die da am Schluss waren, hätte das nicht gereicht? Musste da jetzt noch Mary Jane drin rumspringen, wo vorher schon die gleiche Thematik mit Harry war? Nein, also bitte. Ja, der Film ist restlos überladen, voll scheiße geschrieben. Es ist aber auch so, ne, so, jetzt direkt umschalten, die beiden haben sich zusammengetan, dann kommt dieser komische Fernsehbericht, was sowieso schon komisch aussah, und dann sofort in den Endkampf rein. Und dann bettelt erstmal Peter bei Harry, ey, bitte hilf mir, und der sagt natürlich anfänglich erstmal nein. Dann kommt natürlich dieser komische, was ist das, Butler um die Ecke und hat gesagt, naja, ich hab da mal was gesehen, also die Einstiche bei deinem Vater, die waren von seinem eigenen Gleiter. Ja, das fand ich, das war auch eine Scheißszene. Mal ganz ehrlich, der Butler rennt den ganzen Tag da rum, sieht, wie Harry sich da zerfrisst vor Rachegefühle und dann plötzlich in der Szene kommt er rum, ich hab in diesem Haus schon so vieles gesehen und ich hab immer geschwiegen, aber als in der Nacht, als ihr Vater gestorben ist, habe ich gesehen, dass er von seinem eigenen Gleiter aufgespießt wurde. Was? Ja, kannst du das nicht mal vorher sagen, du Dämsel? Aber das ist ja noch nicht mal das Schlimme, ne? Wenn ich so einen Brass auf jemanden hätte, würde ich sagen, okay, das mögen zwar die Dinger von seinem eigenen Gleiter gewesen sein, aber wer sagt denn, dass Spider-Man ihm das Ding da nicht reingerammt hat? Der Alte war doch gar nicht dabei, auch wenn er die Wunden vom ersten Goblin dann behandelt hat. Das kommt so irgendwie, ja, wir müssen es jetzt noch irgendwie drehen oder so. Wenn man schon Mary Jane mit reingebracht hat, man weiß ja ganz klar, Harry hat noch Gefühle für sie. Dass es dann aus dem Grund gemacht hat und Peter geholfen hat und hinterher gesagt hat, gut, für heute, Junge, für heute. Und verschwindet dann. Punkt. Aus. Und der Tod war genauso überflüssig. Und das ist so viel Potenzial, was man verschenkt hat für mindestens noch 2 weitere Filme. Das ist echt mies gewesen. So mies geschrieben, dass ich einfach nicht verstehe, warum. Ja, und auch vor allem, die letzten 10 Minuten gehen ja auch nur Schlag auf Schlag. Ja, es ist so, ja, ich verzeih dir, Sandman. Oh ja, Mensch, jetzt ist ja alles gelüftet zwischen dir und mir, Peter. Krass, dass der Butler in dem kaputten Dachstuhl irgendwo hinten gesessen hat und das mitbekommen hat. Ja, aber dann ist jetzt ja alles gut zwischen uns. Ja, okay. Und dann noch, ja, Mary Jane, ich weiß, ich lieb dich, aber wir können irgendwie nicht zusammen sein, aber irgendwie müssen wir es doch. Bla. Es ist nur Schmalz auf Schmalz innerhalb von 10 Minuten. Und das muss dann alles in so kurzer Zeit abgehandelt werden, weil man natürlich viel zu viele Storystränge hat, die man ja auch alle nicht irgendwie beenden will. Ja, und das ist genau das Problem, das der Film hat. Das funktioniert nicht. Das wirkt alles nur überhastet, fast so wie am Ende von Star Wars Episode 3. Ja, alles dann in 10 Minuten. Oh ja, es sind Luke und Leia. Ach so, wir bauen auch noch einen Todesstern und überhaupt. So, ja. Das klappt halt auch alles nicht. Und genauso ist das da auch. Das ist zu viel hintereinander. Ist too much. Und man merkt einfach, das hätten 2 Filme sein müssen. Wenn nicht sogar 3. Ich finde auch, also die haben sich viel zu viel Zeit damit gelassen. Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich den Film mal gucke. Die haben sich viel zu viel Zeit damit gelassen, wo Peter sein neues Outfit Gassi geht, in Anführungsstrichen, ja. Ich finde, die Szenen ziehen sich ungeheuer. Also die hätte man meiner Meinung nach an vielen Stellen extremst kürzen können. Ja, das stimmt. Aber er musste doch noch tanzen. Ja, natürlich. Obwohl die Szene da, wo er Mary Jane so ein bisschen eifersüchtig machen wollte mit Gwen Stacy, war gar nicht so schlecht. Ja, ich sag ja nicht, dass die Szenen alle scheiße waren. Ich fand da, wo er so ganz cool so die Gasse so lang läuft, das fand ich auch schon irgendwo witzig. Aber
es zieht sich meiner Meinung nach ziemlich. Ich meine, er findet diesen Symbionten und dann geht er mal dahin, testet, dann merkt er halt irgendwann auch, ja, der Anzug ist eigentlich scheiße, aber egal, ich finde das trotzdem cool, ich bin jetzt ein anderer Typ. Bis er dann irgendwann mal auf den Trichter kommt, dann, ja, ich bringe das mal zu Dr. Connors und der soll das mal untersuchen. Weiß ich nicht. Was sehr verschwendet wurde, war diese ganze Geschichte um Harry, die über 2 Filme lang aufgebaut wurde. Das, obwohl ich kein Fan des Goblin bin, weder des einen noch des anderen, finde ich, hätte das einen eigenen Film verdient und nicht so extrem schnell abgehandelt. Wenn einer wirklich einen Hass, also einen Grund hat, Spider-Man zu hassen, dann ist es Harry Osborn. Jo. Das wurde extrem verschenkt. Vollkommen. Da ist einfach zu viel einfach falsch gelaufen und das hätte man komplett anders in Szene setzen können. Es wirkte alles überhastet, es wirkte alles irgendwie wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das geht mir bei allen Storysträngen so. Vielleicht ist der Einzige, der ausgebaut ist mit Spidey und seinem Symbiontenkostüm, ist vielleicht der einzige Handlungsstrang, der sinnvoll ausgebaut ist, der dann aber eben, wie gesagt, durch diesen Dancewalk und so ziemlich scheiße in Szene gesetzt ist, weil er halt einfach unfreiwillig komisch ist. Und das ist natürlich dann genau das Problem. Und da... Da fehlt's dann einfach. Bei Venom fehlt was, da ist das Ende viel zu schnell. Beim Sandman fehlt was, weil der Mittelpart total belanglos ist. Und bei Harry fehlt halt der gesamte Aufbau im Hintergrund und das Ende ist auch wieder nur dummer Schmalz. Naja gut, beim Sandman muss man wenigstens sagen, es ist der erste Gegner, der am Ende nicht stirbt. Das hat mich in den Raimi-Filmen immer irgendwo gestört. Das sind gute Gegner. Gut, natürlich klar, beim Green Goblin macht Sinn, weil er irgendwann der Sohn übernimmt. Da kann ich es noch verstehen. Aber bei den anderen, dass die immer alle sterben müssen, finde ich blöd. Und das war in Anfang der 2000er bei eigentlich fast jedem Superheldenfilm so, ja, dass der Antagonist gestorben ist. Das war aber auch schon in den 80ern bei den ersten Batman-Filmen so. Die Gegner sind da auch alle gestorben. Ja, stimmt. Hätte man nicht machen dürfen. Deswegen hat man das ja bei Mr. Freeze, der ja auch so gut gecastet war, auch nicht gemacht. Ja, richtig. Ja, das stimmt wohl. Aber das ist, ja, darüber will ich nicht reden. Ja, ich kann auch nachtreten. So ist es ja nicht. Auch natürlich völlig falsch erzählt ist die ganze Geschichte um Gwen Stacy. Ich meine, sie ist ja eigentlich vor Mary Jane und nicht nach Mary Jane oder irgendwie dazwischen. Ja, das ist auch das einzige Gute an den Amazing Spider-Man-Filmen. Ja, und die Darstellung natürlich von ihr fand ich ziemlich gut mit dem Amazing Spider-Man-Film. Emma Stone finde ich generell eine ziemlich gute Schauspielerin. Ja, ich sag ja, das ist auch der einzigste positive Aspekt bei den Filmen. Emma Stone, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil der bei der Bryce Dallas Howard, die wirkte auf mich zu alt. Ich weiß, die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie 22 oder 23 oder so, aber die wirkte auf mich viel zu alt. Ja, muss ich auch sagen, den Eindruck hatte ich auch. Die wirkte auf mich auch viel zu alt. Und hingegen Tobey Maguire, der ja eigentlich älter ist, der wirkte eigentlich viel jünger. Sie sah auch ein bisschen zu sehr nach einer Millionärstochter aus, irgendwie, oder? Hm, ich meine, gut, sie war der Typ nicht Polizeichef oder so, der Vater? Ja. Das ist richtig. Ja, dass sie Kohle hatten, ist ja okay, aber die waren ja mit Sicherheit keine Millionäre und danach sah sie halt eben so ein bisschen aus wie so eine High Society Tussi irgendwie und ach, war das ein weichgespülter Charakter und dieses Anhimmeln dabei, nee, irgendwie seltsam. Wie fandet ihr denn die Erklärung mit den Schallwellen, dass man Venom damit besiegen konnte? Ja, ist ja im Comic konform? Auch so. Ja, ist das so? Ja, okay. Das war ja im Comic auch so. Da gibt's ja dann auch mehrere, ich weiß gar nicht, wer, ich glaube Peter sogar bastelt irgendwann selber mal so ein Ding, das so ein Resonanzverstärker oder sowas ist und damit dann halt die Sachen abgewandelt werden. Das war okay, was sie jetzt da wieder mit der Kirchenuhr und oder mit der Kirchenglocke, naja. Also, ne, okay, kann man so machen, aber ja, wie gesagt, auch zu schnell, zu viel funktioniert für mich einfach nicht. Also der krebst einfach an zu vielen Ecken, verreckt der Film einfach. Ist ja nicht nur das, es ist ja zu dem Zeitpunkt, es ist ja, Spider-Man liegt ja auf dem Bett und wartet eigentlich darauf, dass irgendeine Nachricht über den Polizeifunk kommt über den Sandman. Kommt aber ja nicht. Und dann pennt er ja ein und der Symbiont vereinigt sich dann ja mit seinem Anzug und
ich weiß nicht, es wird ihm schwarz vor Augen und dann kommt direkt eine Blende und er hängt da an irgendeinem Gebäude dran und guckt sich dann erstmal den Anzug an und ja, nimmt das eigentlich so hin. Ich würde mich da in dem Moment erstmal fragen, so, wieso ist mein Anzug im Moment schwarz? Wie kommt das? Also ich hätte das doch nicht einfach so dahingenommen. Ja, muss ich auch sagen. Also die Szene fand ich auch ein bisschen strange irgendwo. Ich meine, dass der Symbiont aktiv wird, konnte ich verstehen, weil, ne, da war ja wieder diese Gefühlsschiene, weil Peter ja auch da dieses Racheempfinden hatte gegenüber den Sandman. Das konnte ich noch nachvollziehen, dass dann der Symbiont aktiv wird. Aber weiß ich nicht, dass er dann nachher dann da steht, oder weiß ich nicht, der sitzt, glaube ich, ey, ne, wo ist er da nochmal? Auf irgendeinem so Gebäude, glaube ich, ne? Ja, er hängt an irgendeinem so Gebäude und genau. Schwingt sich dann halt durch die Gegend da. Genau. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Klar, er gibt dann ja irgendwie ein Stückchen zu Dr. Connors, wie du es vorhin schon gesagt hast, und in Ordnung. Übrigens finde ich das auch ziemlich geil, so diese Geschichte Connors, dass er dann zwar auch mitspielt, aber ich finde es schade, dass aus ihm nie irgendwie was gemacht wurde. Da wäre so viel Potenzial für weitere Filme drin gewesen, aber das ist einfach das Blöde in Hollywood. Einmal ein Fehlschlag, schon schmeißen die alles hin, machen nichts Neues mehr und peng aus, fertig. Und das finde ich ziemlich kacke. Ich frage mich, was passiert, wenn der erste Marvel-Film floppt. Schmeißen die dann das ganze MCU hin, oder? Das glaube ich auch nicht. Weil dafür haben sie in anderen Bereichen zu viel eingespielt und es ist halt auch die Frage, welcher Film würde da wirklich floppen. Das ist dann vielleicht ein Nebencharakter und wenn dann ein Nebencharakter, nehmen wir mal an, Black Panther würde jetzt floppen, dann wäre das für Disney nur ein Anklang zu sagen, okay, der Charakter Black Panther, der zieht alleine nichts. Den lassen wir also außen vor. So. Und dann lässt man den eben weg. Aber ein Avengers oder sowas, Mann, die werden nicht floppen. Ja, das stimmt wohl. Was du gerade angesprochen hast mit Kurt Connors, ich fand die Szene auch so ein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, der Connors ist ja, es wird auch so aufgebaut in den Filmen, ist ja sowas wie ein Mentor für Peter. So, und jetzt stellst du dir mal vor, da sitzt dein Mentor, jemanden, den du bewunderst oder den du respektierst und der sagt dir, Peter, dieses außerirdische Ding ist böse. Ich glaube, es ist gefährlich. Es reagiert auf, ich glaube, er sagt es sogar, es reagiert auf Emotionen oder auf negative Stimmungen oder sowas. Ich würde es loswerden. Und Peter steht da nur so, ja, nö. Was? Okay, alles klar. Ja, ich denke einfach, das hat damit zu tun, dass Peter dann auch in so einem Rachewahn ist. Er spricht ja auch zum Beispiel gar nicht irgendwie mit Sandman und fragt ihn mal, warum hast du das gemacht oder so, sondern er ist ja eigentlich nur auf der Jagd und Punkt. Und dann. Das ist eigentlich ein guter, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist ein guter Punkt. Ich meine, der Film konzentriert sich ja so, sage ich jetzt mal, auf das Thema Rache. Ne? Ich meine, Harry will sich an Peter rächen wegen seinem Vater. Der Eddie will sich an Peter rächen wegen seinem Job. Peter will sich rächen an den Sandman wegen seinem Onkel. Wäre das nicht eigentlich vorteilhafter gewesen, wenn man den Symbionten zuerst Harry gegeben hätte? War, glaube ich, in den Comics, aber nie so. Ja, okay, gut, davon mal ab, aber hätte das für den Film nicht mehr Sinn gemacht? Ja, aber dann ist die Frage, warum sollte Peter den Symbionten nehmen? Ja, gut, okay, stimmt auch wieder. Weil dann wüsste er ja, was abgeht. Ich glaube auch, dass der Connors da widerspricht. Hat halt eher den Punkt, dass der Symbiont ja auch seine Emotionen so heftig anspricht, ne? Also der Symbiont macht ja sich einfach nur an den Emotionen zu schaffen und eben nicht an Peters rationaler Seite. Das ist halt genau der Punkt so. Und die Emotionen, dass sein Onkel tot ist, die wiegen halt immer noch hoch in ihm. Das finde ich sogar ganz okay. Also, ja, aber generell, ja, der Film, ja, es ist einfach zu viel. Was Amazing Spider-Man 2 mit Doc Ock so gut gemacht hat, ist, dass er sehr fokussiert ist. So, ja, man hat da irgendwie so zwei Stories. Er seine Beziehung mit Mary Jane und die eben das Ding, dass Dr. Octopus halt da ist. Und dann vielleicht noch so ein bisschen seine eigene Weiterentwicklung. Aber diese beiden Geschichten, die kann man am Schluss gut miteinander verbinden und deswegen funktioniert es auch, dass Mary Jane dann nochmal von Dr. Octopus da irgendwie entführt wird oder wie auch immer, weil man so eben beides zusammensetzt und dann auch sieht, so, ja, wie gehört hören einfach zusammen. Und deswegen funktioniert der zweite so gut. Und Spider-Man 2 wird ja gemeinhin sowieso als der beste der drei angesehen, was ja auch eher selten ist, dass der zweite als
der beste Teil angesehen wird, außer vielleicht bei Terminator oder so. Das macht für mich alles Sinn, aber das macht der dritte halt einfach nicht. Und das sind zu viele Sachen, Mann. Es sind ja nicht nur diese vier Stories, es ist ja dann auch noch so viel, was du dann noch nebenbei hast. Dann dieses Hin und Her mit Mary Jane, dann das Hin und Her mit Gwen. Das sind alles so viele Sachen. Ich glaube, das überfordert dann auch irgendwann den Zuschauer. Ich glaube, selbst wenn du irgendwie 5-6 Stunden an Filmen gehabt hättest, hättest du das nicht alles richtig unterbringen können. Ja. Mhm. Und du meintest, glaube ich, vorhin auch Spider-Man 2, nicht Amazing Spider-Man 2, ne? Aber für die Hörer. Wobei, finanziell oder auf finanzieller Ebene war der Film ja kein Flop, ne? Also in der Liste der erfolgreichsten Filme steht er auf Platz 42 und hat wohl auch eigentlich ganz gute Einnahmen erzielt. Welcher Spider-Man 3? Ja. Es war doch aber da schon, dass Raimi gesagt hat, er macht nicht mehr mit. Und ich glaube, die Teilnahme von Tobey Maguire hing ja auch an Sam Raimi. Wenn der gesagt hätte, ich mache nicht mehr mit, wäre ja auch Tobey Maguire nicht zurückgekommen. Und ich glaube auch, dass der dann zu einem vierten Teil gesagt hat, so, es reicht Schlussende aus, naja, war das erfüllt und tschüss. Aber war das der Hauptgrund? Also, weil es war ja, es sollte ja eigentlich, oder Raimi wollte ja einen vierten Teil machen. War das, hat er dann wirklich gesagt, nee, ich mache keinen vierten mehr? Also von Tobey Maguires Seite aus war da, glaube ich, wirklich Schluss. Ja, nee, danach hat ja dann auch Disney übernommen. Nee, danach kam ja Amazing Spider-Man. Nach genau, und der wurde ja gemacht, weil Spider-Man nicht mehr weitergedreht werden konnte. Das lag ja unglaublich lange brach und dann hat man sich gesagt, eben, ja gut. Dann weil doch Disney, das war doch genau dieses Problem. Also, dass Spider-Man 3 einer der erfolgreichsten Filme ist, das stimmt. Also weltweit hat er irgendwie 890 Millionen eingespielt. Genau. Aber für den US-Markt war es nicht so grandios. Und das war auch, glaube ich, einer der Gründe, warum das Studio so Probleme damit hatte. Weil im US-Markt hat er 336 Millionen zwar eingenommen, er hat aber auch 258 Millionen gekostet. Ja, und da muss man dann eben wieder gucken, wenn du dann eben die Gewinnspanne da erstmal wieder abziehst, dann ist es ja gar nicht so viel, zumindest für den US-Markt. Und US-Studios konzentrieren sich erstmal auf den US-Markt. Denn da gilt immer noch America first. So, und dann war es, glaube ich, irgendwie so, 2008 hat ja Marvel seine ganzen Sachen übernommen und Marvel gehörte zu dem Zeitpunkt schon zu Disney. Und dann kam ja Iron Man und so. Und dann ging ja, glaube ich, erstmal dieser ganze Rechtsstreit los mit Spider-Man. Ja, aber Spider-Man gehört ja rechtlich gesehen Sony. Zumindest die Filmrechte. Ja, eben. Und genau da ging, meine ich, ein Rechtsstreit los. Also von einem Rechtsstreit habe ich noch nichts gehört. Vielleicht wissen das unsere Hörer ja und können da gerne mal auch was in die Kommentare schreiben. So, auf jeden Fall war es dann ja so, dass sie dann irgendwann gesagt haben, und dann kam nämlich genau der Punkt, wo du ja dann meintest, es lag sehr lange brach, dass dann eben Sony wieder, damit sie die Rechte behalten, einen Film drehen mussten. Ach, stimmt. Ja, doch, was der Grund sagt, stimmt. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass die deswegen Amazing Spider-Man gemacht haben, damit sie die Rechte nicht verlieren. Das stimmt. Genau. Das hatte ich auch mal irgendwo gelesen. Das haben sie dann nämlich gemacht. Und das war genau der Grund. Warum jetzt Spider-Man 4 durch Sam Raimi nicht mehr genau zustande kam, habe ich irgendwann mal gelesen, aber ich habe es ehrlich gesagt komplett vergessen. Also ich meine wirklich, dass die beiden keinen Bock mehr hatten. Sowohl Sam Raimi als auch Tobey Maguire. Ja, das stimmt. Tobey Maguire hatte gesagt, er hätte keinen Bock gehabt. Also er wollte nicht mehr weitermachen. Und da hat, glaube ich, Sam Raimi dann auch gesagt, wenn du nicht weitermachst, brauchen wir nicht weiterzumachen, weil einen anderen kann ich nicht für Peter Parker jetzt casten. Ja, ist ja auch richtig, denn da jetzt einen Wechsel vorzunehmen, ist absoluter Schwachsinn. Wir haben es gesehen bei Batman in den 90ern, das kippt voll. Nachdem Joel Schumacher die Reihe an die Wand gefahren hat, hat das ja auch ein paar Jährchen gedauert, ne? So, ich habe gerade mal nachgelesen, also hier steht, Sam Raimi gibt sich selbst die Schuld, dass der vierte Teil nicht kam. Er sei mit der Planung zwar weit fortgeschritten, man hatte John Malkovich als Vulture gecastet. Ja, okay. Und Anne Hathaway als Black Cat. Ist Anne Hathaway nicht bei Dings hier Catwoman geworden? Genau, richtig. Ja, sehr lustig. So, und er meinte dann, er sei an Sony herangetreten und habe gesagt, er schafft es zeitlich alles nicht. Und da Sony wohl schon an einem Reboot dran war, wo sie geplant haben, hat er dann gesagt, da ich keinen Film machen will, der schlechter als großartig sein soll,
sorry, you failed with part 3, würde er ihnen raten, sie sollen lieber den Reboot starten. Also wollte er die Echse gar nicht bringen im vierten Teil? Scheinbar nicht. Okay, ich glaube auch gar nicht, dass die Echse für den vierten Teil geplant war, oder? So, hatte ich mal gelesen. Ja, vielleicht wäre die Echse dann auch wieder noch ein Nebencharakter gewesen und dann hätte man aus denen ja auch so eine Verbindung machen können, aus dem Vulture und der Echse. Waren die nicht auch beide in den Sinister Six? Das kann sogar sein, ja. Ja, ich meine ja. Sinister Six waren die. Lustige Anmerkung, wo du gerade den Vulture erwähnst. Der ist nämlich in den Spider-Man-Filmen von Marvel jetzt dabei, ne? Ja, genau. Der witzigerweise vom ersten, oder vom 80er-Jahre Batman gespielt wird, ne? Echt? Ja. Von Michael Keaton? Ja. Ja. Echt? Ja. Ja. Du Scheiße. Okay. Warum nicht? Nein, ist okay, aber finde ich cool. Von aber Batman zum Birdman zum Find ich cool, aber das passt sich gar nicht. Ja, da ist ja auch wieder so die Sache, dass Sony jetzt mit ihren Plänen da ankommt, neben den ganzen Spider-Man-Filmen, die jetzt über Marvel kommen, dass da jetzt sie mit ihrer eigenen Geschichte da plötzlich wieder anfangen. Das kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Und es soll ja auch irgendwann dann schnell wieder Schluss sein mit Peter Parker im MCU. Damit legen sie sich doch nur auf die Fresse. Wieso? Wenn du jetzt anfängst, du drehst The Spider-Man, so heißt ja dann, glaube ich, der nächste Film, der kommen soll, ne? Der jetzt kommt, heißt Spider-Man Homecoming. Genau. Spider-Man Homecoming. Ach nee, da habe ich das verwechselt mit The Batman. Wie auch immer, auf jeden Fall dieses aus dem MCU, dieses Universum, dieses kleine Randuniversum von Spider-Man, da hat sich Sony gesagt, okay, also nach dem Neuesten, was ich jetzt gelesen habe, wir machen aber trotzdem auch unser eigenes. Und damit ist scheinbar irgendwie auch von Spider-Man die Anwesenheit von Spider-Man bei den Avengers recht schnell wahrscheinlich wieder Geschichte. Wieso? Ja, weil sie mit ihrem Kram da alleine weitermachen wollen. Deswegen ja die Pläne zu Venom. Du kannst doch parallel die Sachen laufen lassen. Da blickt doch keine Sau mehr durch. Ja, das ist, wieso? Natürlich. Jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, weiß einfach, welche Filme tatsächlich vom MCU sind und welche nicht. Das mag sein, aber glaubst du, jemand, der vom Mainstream kommt, wird das wirklich durchblicken? Vielleicht nicht. Aber der wird wahrscheinlich merken, dass da dann ein anderer Schauspieler gecastet wurde, ne? Sofern Spider-Man in Venom denn mitspielt. Du brauchst Spider-Man nicht zwingend für einen Venom-Film. Ich meine, dann könnte ich auch sagen, irgendwie, ja, scheiße, der erste Hulk, der rauskam, hat heute überhaupt nichts mehr mit dem MCU zu tun. Das ist ja kacke. Oder die Batman-Trilogie von Nolan hat nichts mehr mit dem jetzigen Batman vs. Superman zu tun. Ja, hat's ja nicht. Ja, eben, aber da kann ich dann ja auch sagen, ja, meinst du das Raffen, der durchschnittliche Kinozuschauer? Das bestimmt, aber wenn die beiden Sachen parallel laufen, ja, das verstehst muss man, du, das sehe ich so ein bisschen. Ja, das muss man denn ja auch erstmal sehen. Vor allen Dingen ist ja auch die Frage, wie viel läuft da parallel? Wenn Sony jetzt gerade erst in den Planungen ist, dann ist das doch in 2 Jahren, wird es doch erst in 2 Jahren wieder stattfinden, frühestens. Bis dahin ist das MCU schon mit den Avengers so weit fortgeschritten, dass man da die Hauptstoryline abgehakt hat. Ja. Ja. Infinity War kommt ja schon. Ich glaube, nächstes Jahr, ne? Oder dieses Jahr schon? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ne? Ja. Und 2019 kommt dann der nächste Teil. Und dann ist es ja auch so langsam am Ende, was das angeht. Was ich auch in Ordnung finde. Aber das MCU ist halt einfach echt gut. Und ich denke, natürlich will Sony da auch irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Und dass sie dann eben, ne, wie sagte James Rolfe, der Angry Video Game Nerd, mal so schön, 50% vom Kuchen ist besser als gar nichts. Ja, richtig. Ne? Das stimmt natürlich auch wieder. Und sie haben ja eigentlich dann mit dem Dreh und so weiter gar nichts zu tun. Ja, das könnten viel mehr Studios machen. Und wenn man jetzt nämlich erfolgreich zeigen kann, dass Disney und Sony so gut miteinander arbeiten und jeder kriegt 50-50, denn die Hälfte, dann wird das nämlich die Tür öffnen für ganz andere Sachen. Dann können wir nämlich irgendwann Jason versus Michael Myers und solche Dinger sehen. Das wird nämlich mal richtig geil. Na, zunächst kommt jetzt erstmal dieses große Universum von King Kong, Godzilla etc. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, es sei denn, ihr wollt noch irgendwas anmerken, dann würde ich die Diskussion zu dem dritten Spider-Man-Film jetzt schließen. Ja, die Animation war teilweise gut, stellenweise war sie aber auch echt schlecht. Der Film ist meiner Meinung nach über die letzten 10 Jahre nicht so sonderlich gut gealtert. Manche Effekte sind echt ein bisschen kacke. Venom kam ganz gut, okay,
sah aber auch ein bisschen zu plastisch aus irgendwie. Der Sandman ist gut getroffen worden, aber auch in verschiedenen Einstellungen merkt man einfach so, wie schnell die Technik vorangeschritten ist. Wir haben eigentlich schon so alles über das Pacing etc. gesagt und denke, das können wir dann auch ad acta legen. Was ich noch anmerken würde, wäre natürlich unser beliebtes Spiel. Ja, ich habe ihn nicht gefunden. Du hast ihn nicht gefunden? Nein, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Wir reden natürlich jetzt hier, muss unsere Hörer natürlich aufklären, dass es hier um Stan Lee geht, der immer ein Cameo in den Filmen hatte. Aber ich hab's diesmal echt, ich habe nicht drauf geachtet. Gordon, hast du Stan Lee gefunden? Gott, das ist so lange her. Ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Quatscht der nicht irgendwie mit Peter? Ja, genau. Und zwar auf der Kreuzung Sagt er ihm nicht irgendwie, Spider-Man ist super oder irgendwie so ein Quatsch? Nee. Peter schaut auf so eine Anzeigetafel und Stan Lee steht neben ihm und dann dreht er sich kurz um und sagt, ich glaube, dass auch ein Einzelner was bewirken kann oder irgendwie sowas. Ah, ja, genau. Das war Stan Lee? Ja. Oh, dann habe ich doch wahrscheinlich nicht in dem Moment hingeguckt, sondern aufs Handy. So lange her. Wie gesagt, ich habe den nicht nochmal geguckt. Ich habe den insgesamt auch nur zweimal gesehen. Einmal im Kino und einmal, als er nochmal im Free-TV lief. Ich fand ihn beide Male nicht gut. Ja, dann würde ich sagen, Gordon, wo du gerade das Wort erhebst, dann kannst du natürlich auch als erstes deine Wertung abgeben. Bitteschön. Ja, also vielleicht als Eröffnung, ist Spider-Man 3 ein richtig schlechter Film? Nein, ist er nicht, aber ein enttäuschender. Und das ist halt leider genau das Problem. Nachdem Sam Raimi einfach mit Spider-Man 1 und 2 wirklich gute Filme produziert hat, mit starken Antagonisten, auch gut besetzten Gegnern, da hatte man ja dann auch Willem Dafoe und das kommt wieder auf den Namen nicht von Doc Ock. Alfred Molina. Ja, genau. Molina, genau. So, nicht und, ohne meine Tochter. Ja, genau. So, der natürlich auch sehr stark war in Mimik, Gestik etc. Kommt man hier mit dem Sandman in meinen Augen einfach zu kurz. Also der wirkt in meinen Augen einfach nicht. Es sind zu viele Handlungsstränge, es wird zu viel in einen Film gepackt. Im Endeffekt wiederhole ich jetzt nur das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Es ist einfach too much und dass dann irgendwann noch jemand an Sam Raimi dann rantritt und sagt, Mensch, aber Venom, der hat so ein Cult-Following, der muss da mit rein, und Sam Raimi hat dann erst gesagt, nee, will ich nicht machen, und dann wird er überzeugt und dann packt er den da auch noch mit rein. Das war einfach zu viel in zu wenig Zeit. Und dass dann irgendwann Storystränge auf der Strecke bleiben und der Zuschauer vielleicht auch ein Stück weit dann überfordert ist in dem Moment, weil er sich irgendwie denkt, ey, that's too much. Was geht hier gerade? Da darf man sich dann halt einfach nicht wundern. Und das ist der Punkt, warum Spider-Man 3 in meinen Augen einfach nicht funktioniert. Dann noch gewürzt mit dem unfassbaren Schmalz die letzten 10 Minuten, dass plötzlich alles wieder gut ist, um alles wieder irgendwie auf Null zu setzen. Venom stirbt, mit allen anderen wird sich irgendwie vertragen. Stirbt Harry eigentlich auch? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, stirbt auch. Ja, der stirbt auch. So, aber trotz alledem wird natürlich Peter freigesprochen, weil ja der Butler da stand, nee, ist klar. So, was auch so eine Deus Ex Machina ist, also auch totaler Quatsch im Endeffekt. Und dann wieder dieses Genöle dann mit Mary Jane, aber trotz alledem geht er mit erhobenem Haupt dann von dann. Fehlt eigentlich nur noch, dass er dann irgendwie am Grab von Onkel Ben steht. Das ist halt alles so, das war zu viel, too much, zu viel am Ende, zu wenig in der Mitte. Und das ist genau das Problem. Also damit funktioniert der Film einfach an sich nicht und deswegen ist er halt enttäuschend. Sicherlich nicht richtig schlecht, aber enttäuschend. Und da muss ich einfach sagen, von der Spider-Man-Trilogie eindeutig der Schwächste und auch einer, den ich auf den ich mich auch nicht freue, den nochmal irgendwie zu gucken oder so. Also das ist so einer, wo ich sage, ja, den hat man mal gesehen, aber danach ist dann auch gut. Und da kann ich dann auch nur sagen, der ist bei mir auch eher so in den 60ern vom Prozenten her, würde ich mal sagen, so, keine Ahnung, 65%. Jens, dein Fazit. Ich möchte mich jetzt auch nicht wiederholen. Ich sag nur, er war trotzdem schauspielerisch sehr gut. Wir sind gar nicht so sehr auf die Komik eingegangen, die es ja zwischendurch auch gab. Besonders J. Jonah Jameson am Anfang mit dieser Pillengeschichte oder
Miete, ne? War alles okay, hätte auch gerne noch ein bisschen mehr drin sein können. Ja, und ansonsten storytechnisch war das der absolute Overkill. Das war klar, dass das Ding eigentlich so frontal gegen die Wand fährt. Bah, was gebe ich da für eine Prozentwertung? Tja, Gordon, du hast 65 gegeben, ne? Schließe ich mich einfach mal an. Ja, dann würde ich sagen, also ich bin bei dem Film ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte. Ich bin auf vieles schon eingegangen. Ich will mich da jetzt auch nicht wiederholen. Im Großen und Ganzen, ich finde, der Film zieht sich an vielen Stellen an anderen Weise wieder zu unterhalten und auch zu überzeugen. Casting finde ich an und für sich okay. Also ich finde den Sandman gut gecastet. Also ich kann da jetzt eigentlich nicht so negativen Aspekt finden. Allerdings, wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen und Gordon und Jens natürlich auch, es gibt so viele Sachen, die in dem Film einfach verkehrt laufen und das stört natürlich auch ein bisschen. Die beiden haben 65 gegeben. Ich möchte mich da eigentlich anschließen. Ich würde auch sagen, 65%, das ist schon eine gerechte Wertung für den Film und somit kommen wir auf einen Schnitt von 65%. Wie hast du das jetzt so schnell ausgerechnet? Ja, Wahnsinn! Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion über Spider-Man 3. Damit haben wir auch die Raimi-Reihe jetzt abgeschlossen. Das heißt, die Amazing Spider-Man-Reihe haben wir ebenfalls schon abgeschlossen. Ha, sieh mal einer an. Das heißt, wenn dann irgendwann Homecoming anläuft in den Kinos, ich denke mal, den werden wir alle sehen, dann können wir dann damit weitermachen, was Spider-Man betrifft. Wir sind soweit durch. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, dann könnt ihr die natürlich uns gerne zukommen lassen. Schreibt uns eine E-Mail an info@nightcrow.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar in dieser Newsmeldung auf unserer Internetseite www.nightcrow.de oder in den Social Medias. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung, aber vorher gibt's wie gewohnt die Outtakes. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in der Liste, denn der Jens hat sich noch einen Film im Kino angeschaut, richtig? Nee, das war Gordon. Ach, das war Gordon. Okay, warte, dann mache ich das nochmal. Okay. Warte, es war noch nicht alles an bei mir. Ja, aber mich hier doof anmachen, ne? Junge. Ja, das ist mein Job, es ist verdammt hart, aber einer muss ihn machen. Erst mit Hilfe des Symbionten kann sich die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Was ist denn los? Tja, beträchtliches Schweigen. Er hat was über Santiago Cisma gesagt. Oh, was? Ja. Alter, du nervst. Nochmal. Dann fangen wir direkt an mit Kino aktuell. Das ist doch großartig. Also, während sein ehemaliger Freund Harry Osborn zum neuen grünen Kobold wird. Zum neuen grünen Kondom, was? Ja, ja. Kondom. Sehr gut. Jens, magst du uns mal ganz kurz erklären, worum es da in diesem... warte. Ja, das ist gut, dass du an die Outtakes denkst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 78. Ausgabe von Nightcrow, stand diesmal ganz im Zeichen von Spider-Man. Wie gewohnt sage ich einfach, ich wünsche euch allen einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 79. Bis dann. Ja, ich sage auch mal tschüss, bis dann. Macht's gut, geht viel ins Kino. Ich denke, es wird ein absolut geiles Kinojahr und ich freue mich darauf, dass ich jetzt bald meine Silbercard hoffentlich mal bis zum Glühen bringen werden könne. Ob das jetzt gerade grammatikalisch so richtig war, das lassen wir mal dahingestellt, aber ist ja auch nicht so wichtig. Wir hören uns in Ausgabe 79, gehen strack auf die 80 zu. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, und ich muss noch die Frage stellen, ganz zum Schluss, wenn der oder einer der Begründer des Fußballvereins 1899 Hoffenheim auf diesem Gleiter steht von Harry Osborn, also Dietmar Hopp, ist er dann der Hopp-Goblin? Ich bin auch immer schlechter, deine Sprüche. Jens? Ja, out? Rund.